Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Fachgespräch Initiative für ein europäisches Vereinsrecht, neue Chancen für die Zivilgesellschaft? Mein Name ist Christine Pütz. Ich bin EU-Referentin hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, das ist einer unserer ersten Fachgespräche, das wir dieses Jahr vor Ort durchführen. Ich freue mich, dass einige den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen hier im Haus und natürlich auch herzlich willkommen für diejenigen, die sich via Zoom eingeschaltet haben. Das ist wunderbar. Dadurch haben wir auch einige Gäste aus Brüssel und tolle Sprecherinnen, die aus Paris und Budapest zugeschaltet sind. Das Gespräch wird auf Deutsch-Englisch übersetzt. Ich nehme an, alle haben den Weg, die das brauchen, schon gefunden, unten auf dem Button Deutsch-Englische Übersetzung. Bevor wir starten, möchte ich mich noch herzlich bedanken bei unserem Tagungsbüro, beim technischen Dienst, bei den DolmetscherInnen und sehr herzlich auch bei meinem Kollegen Georg McCutchen, der die Veranstaltung wunderbar vorbereitet hat. So, worum geht es heute? Es geht heute um die Parlamentarische Initiative für ein europäisches Vereinsrecht. Diese Initiative wurde vom Europäischen Parlament gestartet. Im Februar wurde ein Bericht mit großer Mehrheit verabschiedet. Der Berichterstatter, der das Ganze initiiert hat, sitzt hier rechts neben mir, Sergej Lagodinsky. Und die Kommission wurde aufgefordert, eine Gesetzesinitiative, eine Vorlage zu erarbeiten. Sie hat diesen Auftrag angenommen und angekündigt, dass sie das machen wird und jetzt auch eine öffentliche Konsultation gestartet, die noch bis Ende Oktober läuft. Deshalb ist das jetzt auch ein guter Moment, um zu schauen, wie ist der Stand, was ist überhaupt, worum geht es bei dieser Initiative? Worauf kommt es an, dass sie gelingen kann und wie anschlussfähig ist sie an die deutsche Debatte gerade? Hier wird ja sehr viel um die Gemeinnützigkeit diskutiert. Wie kann man diese beiden Themen, die verzahnt sind miteinander, wie kann man die zusammenbringen? Das ist heute die Frage. Warum ist das wichtig, dieses europäische Vereinsrecht? Das wird Sergej vor allen Dingen auch noch mal genauer erläutern. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben sehr viele europäische Rechtsstatute für andere Organisationen, zum Beispiel für europäische Aktiengesellschaften, für europäische Genossenschaften, für europäische Interessenverbände, aber für Vereine gibt es das noch nicht. Und da gibt es einen Regulierungsbedarf. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Initiative dieses Mal gelingt. Es gab ja schon mehrere Vorstöße und bieten heute einen Raum zum Austausch dafür. Ich freue mich auch, dass einige Organisationen hier vertreten sind, die sicher alle heute noch zu Wort kommen werden und wir dann vorstellen. Neben mir sitzen, ich begrüße jetzt unsere Rednerinnen und Redner, neben mir sitzt Sergej Lagodinsky und Ansgar Klein vom Bundesnetzwerk für bürgerschaftliches Engagement. Und über Zoom zugeschaltet sind uns Alexandrina Najemovic. Sie ist Generalsekretärin des European Civic Forums und Marta Pardavi vom ungarischen Helsinki-Komitee. Herzlich willkommen alle. So, wir starten mit Sergej. Sergej, du, als du 2019 ins Europäische Parlament eingezogen bist als Abgeordneter, kamst du schon mit dieser Idee und hast sie jetzt sehr erfolgreich durchs Europäische Parlament gebracht. Meine Frage ist, worum ging es dir? Mit welchem Ziel bist du gestartet? Und was ist der aktuelle Stand? Worauf kommt es jetzt an aus deiner Sicht? So, jetzt kann ich. Das heißt 10 Minuten, die Uhr läuft.
Super. Vielen Dank. Danke, Christine. Danke an das Team, an die Heinrich-Böll-Stiftung, die dieses Projekt auch sehr wohlwollend und schon lange mit begleiten. Und warum ich das erwähne, ist, weil das auch ein Teil der Antwort ist, was mich bewegt hat, dieses Projekt anzustoßen. Viele, die hier sitzen, wir kennen uns. Wir kennen uns aus verschiedenen Runden, meist digital, weil das ja in Covid-Zeiten nicht anders ging, aber jetzt live. Und deswegen wissen Sie und wisst ihr, was die Geschichte ist dieses Vorhabens, aber ich kann es vielleicht nochmal rekapitulieren. Eigentlich knüpfe ich an die Idee, die Heinrich-Böll-Stiftung und die auch Christine damals mit entwickelt hat. Und die Idee war, dass wenn wir über europäische Demokratie reden, paneuropäische Demokratie reden, reicht es nicht, darüber zu reden, was für Rechte Parlament, Kommission, Institutionen haben. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eigentlich eine paneuropäische Öffentlichkeit. Wir brauchen, und dann machen wir noch einen Schritt weiter, einen paneuropäischen öffentlichen Raum. Und wir brauchen eine europäische Zivilgesellschaft. Das ist das, was ich dann hinzufüge. Wenn es tatsächlich darum geht, dass wir eine Europäische Union, egal in welcher Form, manche würden sagen Konföderation, Föderation, das ist egal. Aber wenn wir darüber reden, dass das eine Union der Demokratie ist, dann brauchen wir eben auch Zivilgesellschaft, die European-minded ist. Wenn wir das brauchen, dann reicht es nicht, das zu proklamieren und zu sagen, wir unterstützen theoretisch und lasst uns doch alle anpacken, sondern wir als, und ich habe eben das Privileg, legislativ tätig zu werden, beziehungsweise anregen, ja, wir haben ja kein Initiativrecht, wir müssen es erstmal anregen und bei der Kommission so ein bisschen betteln, aber trotzdem ist das natürlich ein Privileg und da haben wir gesagt, wir packen an. Und dann haben wir eben diese Idee aufgegriffen, die viele von euch, von Ihnen auch kennen, die Idee, die fast 40 Jahre alt ist. Anfang der 80er hat es angefangen, dass wir eben ein Statut für ein europäisches Vereinsrecht brauchen. 87, das erste Statement, die erste Resolution des Parlaments, danach hat das die Kommission aufgegriffen, musste ungefähr 2004, glaube ich, aufgeben, 2005, haben sie diesen Vorschlag zurückgezogen wegen des Widerstandes der Mitgliedstaaten. Dann ein neuer Versuch mit gemeinnützigen Stiftungen, etwas, was ja verwandt ist damit, und auch das ist leider gescheitert am Widerstand der Mitgliedstaaten. Das können wir später erklären, was ist denn jetzt anders? Warum sind wir jetzt hoffnungsvoller als damals? Aber diese Idee, dass wir eben einen realen, normalen Beitrag leisten können zu einer Europäisierung der Zivilgesellschaft und auch zu einer, auf diese Art und Weise auf eine weitere Demokratisierung der Europäischen Union, das ist der Hauptgrund, der mich bewegt hat. Es gibt noch einen zweiten Grund, und das ist natürlich die Möglichkeiten des Schutzes und der Unterstützung der Zivilgesellschaft. Das ist etwas, was alle, die mit Rechtsstaatlichkeiten, mit der Situation der NGOs jetzt zu tun haben in der EU, werden es wissen. Die Situation ist kritisch. In vielen Staaten haben wir eben Druck, entweder seitens der Autoritären oder seitens der legalistisch und bürokratisch denkenden Maschinerie. Deutschland, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt autoritäre Züge hat und autoritäre Gründe, aber gewissermaßen eine blinde Anwendung bestimmter oder nicht wohlwollender Anwendung bestimmter Normen hier. Und da wäre ja eine Möglichkeit, wenn wir ein zusätzliches regulatives Regime schaffen, das wäre die eine Möglichkeit, das ist die Verordnung, die ich vorgeschlagen habe, die wir ausgearbeitet haben, wenn wir ein zusätzliches regulatives Regime schaffen, verbunden mit einer zumindest teilweise Verlagerung der Kompetenzen oder der Überprüfung bestimmter Maßnahmen auf die europäische Ebene in Brüssel, dann bieten wir einem Teil der Zivilgesellschaft eine Möglichkeit, sich geschützter zu fühlen, weil sie eben nicht nur dem nationalen
Willkür ausgeliefert sind, sondern europäische Entitäten sind und somit geschützt. Das ist, sagen wir, die positive Antwort, also die positive Agenda bezüglich des Schutzes der Rechtsstaatlichkeit. Das ist nicht die Agenda, dass wir zum 100. Mal Orban beschimpfen, müssen wir auch, ist richtig, ja, oder vor Gericht zehren, sondern wir sagen, Entschuldigung, aber wir haben auch Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben auch was anzubieten. Und es ist, es erschöpft sich nicht in dieser Dauerschleife der Konfrontation, die wie gesagt richtig ist, aber auch eine Aktion, die wir auch vornehmen. Und zum Teil ist dadurch auch begründet das zweite Instrument, was wir vorgeschlagen haben, eben diese Richtlinie, die unabhängig von diesem Sonderstatus europäischer Verein gewissermaßen Mindeststandards anheben würden, europäisieren würden bezüglich der Behandlungen, wie NGOs, wie auch Stiftungen, in diesem Fall auch Stiftungen, gemeinnützige Stiftungen behandelt werden in der Europäischen Union. Das ist sozusagen die Motivation und das ist das Ergebnis, was daraus resultiert ist. Jetzt mache ich hier Stopp. Ich weiß nicht, ob du noch weitere Fragen hast oder kann ich einfach, soll ich einfach weiter? Also ich mache nur kurz nochmal weiter. Ich nehme an, dass die meisten oder einige von Ihnen es gelesen haben vielleicht, sich auseinandergesetzt haben damit. Ich setze es nicht voraus. Vielleicht, wo wir stehen zurzeit, ist wichtig. Wir sind in der Phase der öffentlichen Konsultationen und schon das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Schritt nach vorne, weil das einer der wenigen Fälle ist, wo die Kommission einen Bericht aufgreift und auf der Grundlage dieses Berichts einen Vorschlag machen bereit ist. Ich bin gespannt, was das für ein Vorschlag sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Vorschlag in die Richtung gehen wird, dass es keine Verordnung geben wird. Vielleicht auch kein zusätzliches regulatives Regime. So verstehe ich einige Signale, weil das sehr schwierig ist mit Kompetenzen und der Rechtsgrundlage. Wir haben ja mit einigen von Ihnen das auch schon besprochen. Aber wir wussten es. Und für mich ist es wichtig, sich davon nicht verrückt zu machen. Ich finde, wir müssen schauen, aber eine Grundlage, wenn es eine Grundlage gibt, wenn es einen Vorschlag gibt als Grundlage für eine weitere Diskussion und Rechtsfortbildung und legislative Fortbildung, dann können wir damit aus meiner Sicht arbeiten. Wichtig wäre zurzeit, dass Gebrauch gemacht wird von den öffentlichen Konsultationen, dass diejenigen NGOs, die sich beteiligen können oder wollen, das auch tun. Das ist bis Ende Oktober noch möglich. Danach ist es auch möglich, trotzdem, auch wenn diese öffentliche Konsultation formell beendet ist, trotzdem noch weitere Vorschläge zu machen. Die Kommission ist immer offen dafür. Das, was wir aus der Kommission an Antwort und Signalen bekommen haben, wir könnten hoffentlich damit rechnen, dass im zweiten Quartal des kommenden Jahres ein Legislativvorschlag der Kommission kommen würde. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich bin der Meinung, dass wir taktisch oder strategisch, ja sogar, müssen jetzt unsere Erwartungen nicht kleinschrauben, nicht runterschrauben, sondern im Rahmen der Konsultationen das, was ich aus meiner Sicht für geboten halte, eine ambitionierte Regelung fordern. Das heißt, eine Regelung, wo es doch einen zusätzlichen Status, europäischen Status für Vereine gibt und wo es eben auch mehr Rechtssicherheit dadurch gibt und auch weniger Diskriminierung der Zivilgesellschaft gegenüber der Wirtschaft gibt, nämlich ein Status, ein Statut für Vereine in Form eines Vereins, einer Verordnung. Wenn es diese Verordnung, sagen wir, an Einstimmigkeit mangelt, ja, oder an anderen Gründen, dann könnte die Kommission im zweiten Schritt dazu übergehen, zum Beispiel verstärkte Zusammenarbeit ins Feld zu führen und auf diese Art und Weise doch einen Sonder-, also ein regulatives zusätzliches Regime für die Staaten schaffen, Mitgliedstaaten schaffen, die mitziehen können. Und dann würden wir Schritt für Schritt sozusagen in diese Richtung
auf diese Richtung zu arbeiten. Das wäre aus meiner Sicht, aber da kommen wir nur hin, wenn wir Verordnungen fordern. Weil wir können nicht verstärkte Zusammenarbeit fordern. Das muss die Kommission dann im zweiten Schritt machen. Aus meiner Sicht muss das die Strategie sein. Ich bin gespannt, was Sie, was ihr sagt, was aus eurer Sicht geboten ist. Ich hoffe jedenfalls, dass wir einen Beitrag leisten können zu diesem lang ersehnten Traum, dass wir über Details kann man ja auch sich streiten oder darüber reden, ein regulatives Werk haben, was die Zivilgesellschaft adressiert und was hoffentlich die Bürden der Zivilgesellschaft mannigfaltiger Art reduziert, nicht höher schraubt, reduziert. Das ist übrigens auch etwas, was bei uns mit guter Verwaltung und so weiter ein Teil der Forderungen sind. Vielen Dank, Sergej, für diese erste Vorstellung. Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, was ich sehr wichtig fand, ist dieses Verteidigung versus Gestaltung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Auch die Zielsetzung einmal der Europäisierung von Zivilgesellschaft, die Stärkung einer europäischen Zivilgesellschaft und aber auch der Schutz von Zivilgesellschaft im Sinne von Rechtsstaatlichkeit. Ich habe zwei Fragen, wenn du das nochmal präzisieren könntest. Es geht ja zum einen, also welche Organisationen sind denn dann adressiert? Um welche Organisationen geht es? Geht es dann nur um europäisch grenzüberschreitende Organisationen? Geht es um die oder geht es auch jetzt um einen normalen ungarischen Verein oder so? Und ich schließe noch eine Frage dran. Vielleicht könntest du ganz kurz in zwei Sätzen nochmal den Unterschied sagen. Du hast ja von Verordnung und Richtlinie gesprochen. Das eine braucht Einstimmigkeit, das andere Mehrheit. Und dass du nochmal wirklich so in einem Satz sagst, was du damit genau meinst. Und du hast ja sowohl die Idee einer Verordnung als auch einer Richtlinie ausgearbeitet. Also eigentlich ist sozusagen das zweite ist die Antwort auf die erste Frage. Das ist ein Twitter-Vorschlag, ja, also es adressiert beides. Der Vorschlag adressiert diese Neukonstruktion des Vereinsrechts in Form der Verordnung. Wenn wir etwas schaffen auf der europäischen Ebene, was ein, wie ich das gesagt habe, ein zusätzliches regulatives Regime ist, müssen wir es im Wege der Verordnung machen, weil wir dadurch eben neue, also im Rahmen der alten Kompetenzen, aber neue regulative, wie würde man sagen, eine neue regulative Dimension schaffen. Wir erwarten nicht von den Mitgliedstaaten, dass sie etwas machen. Das ist sozusagen das klassische der klassische Richtlinienweg, wo eben im Rahmen einer bestimmten Frist bestimmte Änderungen im nationalen Recht vorgenommen werden, sondern wir schaffen eigentlich Recht dadurch, dass wir sagen, es wird ein Board, ja, also so eine Art also Agenturleit geben auf der europäischen Ebene. Es wird ein rechtliches Faktum geben. Wir durch diese Verordnung begründen ein rechtliches Faktum, nämlich eine europäische Rechtsform. Das kannst du nicht durch eine Richtlinie machen. Das ist praktisch ein ganz normales, selbst ausführendes Gesetz. Ja, also nicht die Mitgliedstaaten müssen es ausführen, sondern das Gesetz führt sich selbst aus, sobald es beschlossen ist, nach dem Trilog. Und die Schaffung einer solchen zusätzlichen juristischen Person kann aus meiner Sicht nur, also auf der europäischen Ebene, nur durch eine Verordnung geschehen. Das Problem mit der Verordnung eben, dass es abgesehen von Kompetenzen auch eine Umsetzungsproblematik gibt von dieser Einstimmigkeit, die dann meistens erforderlich ist. Und deswegen ist das nicht immer realistisch. Und es gibt andere Probleme mit der Rechtsgrundlage, nämlich die Kompetenzen. Einige würden sagen, dass die Kompetenzen für eine solchartige Regelung der Zivilgesellschaft im Bereich Non-Profit außerhalb der EU-Kompetenzen liegen und deswegen ist es nicht so einfach, ist überhaupt das zu regulieren, abgesehen von dieser ganzen Geschichte mit Einstimmigkeit. Aber worüber wir da reden, ist tatsächlich ein grenzüberschreitendes, ein europäisches Gebilde,
Wo wir aber angelegt haben, sehr niedrige Hürden. Mir war es auch wichtig, es reicht, wenn zum Beispiel von Gründungsmitgliedern, wir gehen von 3 Gründungsmitgliedern aus, dass diese 3 Gründungsmitglieder aus mindestens 2 Mitgliedstaaten stammen. Also das ist ja sehr einfach zu organisieren, sagen wir jetzt offen. Ja? Auf diese Art und Weise ist mir wichtig, dass wir eben eine sehr niedrigschwellige zusätzliche Option für Zivilgesellschaft haben, wo sie etwas gründet, wo ein bisschen mehr Schutz und ein bisschen mehr Europäisierung möglich ist. So, das ist die Verordnung und dieser Vorschlag der Verordnung. Und der Vorschlag der Richtlinie ist unabhängig davon, würde gelten für alle Vereine und also alle Non-Profits, alle Vereine und Stiftungen, die nicht auf Gewinnmaximierung sozusagen gerichtet sind. Da ist es eine Richtlinie und da wird erwartet, dass die Mitgliedstaaten peu à peu eben diese Erwartungen umsetzen und bestimmte Mindeststandards bei der Behandlung einhalten. Also zum Beispiel keine Diskriminierung anhand der Quelle der Gelder, keine Diskriminierung anhand der Zielsetzung des Vereins, dass die Mitglieder nicht anhand der Mitgliedschaft zum Beispiel sozusagen zu Verbrechern erklärt werden, strafrechtlich belangt werden. Alles im Rahmen der sozusagen, wir wollen die Korruptionsbekämpfung natürlich, die Transparenzvorschriften jetzt nicht dadurch berühren, aber diese Räume, die wir haben, belassen wir. In beiden gibt es eine Formulierung, wie wir eine Art europäischen Begriff der Gemeinnützigkeit einführen. Und da können wir darüber reden, was daraus folgt. Also in den Vorschlägen wird nicht an die steuerliche Behandlung, also sozusagen die steuerlichen Folgen werden nicht geknüpft an diesen Begriff. Das hat auch mit unseren Kompetenzen zu tun, also das ist ein Rechtsausschussvorschlag und ich kann da nicht eingreifen in steuerliche Fragen. Das hat aber auch mit meiner Sorge zu tun, wie wir das lösen. Also wenn wir keine Institution haben, die auf der europäischen Ebene Gemeinnützigkeit überprüfen kann und mitbetreuen kann, dann können wir auch aus meiner Sicht nicht über eine gegenseitige Anerkennung der Gemeinnützigkeit in Steuerfragen machen. Davon können wir nicht ausgehen, weil sonst ist es ein Schlupfloch für alle, die dort, wo es niedriger, sozusagen die niedrigschwelligere Bestimmungen und Anforderungen sind an Gemeinnützigkeit, die würden es dort gründen, dann kommen sie nach Deutschland und sagen, ja, jetzt machen wir es, ja, jetzt bitte die steuerliche Vergünstigungen, obwohl es nicht den Standards von deutschen Erwartungen entspricht. So, aber wenn wir einen Begriff für Gemeinnützigkeit haben, wäre das der erste Schritt, weil es geht ja nicht nur um Steuern, es geht um viel mehr. Wenn wir zum Beispiel in einem europäischen Gesetz eine Bestimmung haben, einen Begriff haben, wo es zum Beispiel auch, wie bei mir ausdrücklich steht, auch politische Betätigung der Vereine ist in Ordnung, außer, und das war jetzt meine Idee, wie man das eingrenzt, außer es nützt einer einzigen Partei, um das sozusagen von der verdeckten Parteifinanzierung zu unterscheiden, dann hätten wir zum ersten Mal in einem europäischen Gesetz einen Begriff, auf den wir uns geeinigt haben, was Gemeinnützigkeit ist. Welche Folgen daran angeknüpft werden, kann dann national entschieden werden. Es gibt Vorschläge, zum Beispiel von so einer Art Code of Conduct. Das wollen die Stiftungen, die gemeinnützigen Stiftungen haben es vorgeschlagen. Das finde ich ist auch ein interessanter Weg, wo wir eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit, grenzüberschreitende Anerkennung der Gemeinnützigkeit vereinfachen und transparenter machen. Das wäre vielleicht der gute Weg, der bessere Weg als eine automatische Anerkennung. Das wollen die Stiftungen, wollen einige FDP-Kolleginnen und Kollegen. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Okay, danke, Sergej. Ich denke, das war nochmal erhellend, auch wenn, sobald wir in die Tiefen kommen, das ist halt dann sehr komplex, ne? Juristisch, und auf die Details kommt es dann am Ende ja auch an. Das ist ja der das Punkt, Problem, ne? Bei diesem genau. Thema, das bewegt sich zwischen erhellend und einschläfernd. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns alle, dass wir Leute damit wachrütteln können und Formen der Kommunikation finden, die eigentlich alle erreichen. Ja. Gut, danke dir. Ich möchte jetzt die beiden Kommentatorinnen, die via Zoom zugeschaltet sind, hier reinnehmen und mit Alexandrina Naimovic beginnen. Wie gesagt, ist sie Generalsekretärin des European Civic Forums. Das ist ein paneuropäisches Netzwerk mit über 100 NGOs und Verbänden, die sich genau um dieses Thema bürgerschaftliches Engagement kümmern und sich dafür einsetzen. Alexandrina, ich sehe dich gerade nicht. Kannst du dich einschalten, was sagen, damit du nach vorne kommst? Also deine Kachel. Ah, da sehe ich dich. Hello. Hallo. I'm here. Ah, sehr schön. Genau. Aus der Perspektive eines paneuropäischen Netzwerkes, das sich für die europäische Zivilgesellschaft einsetzt, welche Erwartungen knüpfst du an diese Initiative? Oh, thank you very much for inviting. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf bei einem solch wichtigen Gespräch. Wir sind also ein europäisches Netzwerk. Wir sind auch ein Verein, allerdings ohne Satzung, und wir arbeiten grenzübergreifend. Wir haben mehr als 100 Vereine, die zu uns gehören. Wir verstehen uns selber als ein Verein unter französischem Recht. Wir sind dort registriert, und wenn es um also grenzüberschreitende Aktivitäten geht, dann arbeiten wir also dementsprechend. Es sind jetzt 15 Jahre, die wir uns mit diesem Thema beschäftigen und Kampagnen betreiben. Wir versuchen, Kräfte zu bündeln, und wir wollen natürlich Rechtsformen haben, die international sind für zivile Organisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft. Und ich war natürlich sehr beeindruckt von den Dingen, die Sergej vorgestellt hat. Das würde natürlich dazu beitragen, dass es eine paneuropäische Dimension des zivilrechtlichen Engagements gäbe. Und das wäre natürlich ein starker Kontrast zu dem, was wir in der Beschreibung der Europäischen Kommission sehen, also in der Darstellung auch für die Konsultation. Da geht es ja auch um Aspekt, dass Vereine beitragen können. Und sie sollen also Zugang zum freien Markt bekommen und Arbeit schaffen und Arbeitsplätze schaffen. Zusätzlich natürlich sollen sie natürlich auch anderweitig noch beitragen. Wir haben hier ein Problem. Wir müssen also erst einmal verstehen, was sind das für Vereine, was sind es, was bedeutet ein Non-Profit-Verein, eine Organisation, die gemeinnützig ist, und Sergej hat schon darüber gesprochen. Wir brauchen in Europa und im EU-Recht eine Rechtsform der Anerkennung, eine Definition. Was heißt eigentlich Gemeinnützigkeit? Was ist Non-Profit? Um uns zu unterscheiden von anderen Akteuren, zum Beispiel vom Staat auf der einen Seite, und damit wir auch eben unabhängig arbeiten können und uns natürlich auch abgrenzen vom Markt und uns unabhängig davon machen. Das ist nicht besonders einfach, nicht einfach zu beantworten. Es gibt also verschiedene Organisationsformen für gemeinnützige Organisationen, für Non-Profit-Organisationen in Europa. Und es wäre also vermutlich unmöglich, mit einer Initiative nur auf dieses Panorama zu antworten. Es gibt also so viele Notwendigkeiten, auch im zivilen Bereich, im zivilgesellschaftlichen Bereich, und Sergej hat ja auch schon einiges angesprochen. Also da ging es um die Mindestvoraussetzungen, um die Mindestbedingungen. Das würde schon in den nationalen Rechtsräumen helfen, etwas, das direkt anerkennt, dass es Standards gibt, also um Vereine zu gründen, und die dann eben auch anerkannt werden, national von den Autoritäten.
Autoritäten und dann gäbe es eben auch Finanzierung. Dann wären sie in der Lage, politisch aktiv zu sein. Es gibt zwei Trends, die wir überall in Europa zurzeit sehen. Wir sehen, dass also der öffentliche zivilrechtliche Raum beschränkt wird und wir sehen auch natürlich die Finanzierungsfrage, ganz besonders in Ungarn und in Polen. Und wenn es also um politische Aktivitäten geht, dann sehen wir natürlich, dass es auch um Kampagnen geht, wo es um Zivilrecht geht. Und also wenn wir einen Mindeststandard haben, um anerkannt zu sein, das wäre schon etwas Großartiges, was wir erreichen könnten, wenn wir das also international, zum Beispiel in der internationalen europäischen Charta absichern könnten. Und dann wären diese Verordnungen dann umzusetzen in nationaler Gesetzgebung und die Organisation könnten natürlich dann mit diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, dann entsprechend umgehen. In Bezug auf die Regulierung und die Rechtsform, diese supranationale Rechtsform, die Europäische Vereinigung oder der Europäische Verein, es ist so lange schon, dass wir darauf warten. Wir wollen das natürlich als Instrument der Anerkennung nutzen und also das Recht, sich zu vereinen und dann also natürlich auch zur öffentlichen Sphäre beitragen und anerkannt zu sein, auch als eine Einrichtung, die also Politik macht. Und es gibt natürlich Netzwerke, die sich transnational zusammentun und die mit europäischen Institutionen arbeiten. Wenn das weiter möglich wäre, dann wäre das ein großer Schritt vorwärts. Und es geht also um die Legitimität, um die Anerkennung. Es geht darum, Hindernisse anzugehen, die diese Arbeit behindern. Da geht es um Fundraising und die Anerkennung, wie gesagt. Und auch darum, dass man also Büros in anderen Mitgliedstaaten haben kann, dass man wechselseitig Anerkennung hat. Also eine supranationale Rechtsform würde einige dieser Fragen auf jeden Fall beantworten. Wir waren etwas besorgt jedoch über einige Aspekte. Da ging es um die Aufsichtseinrichtungen, die wären natürlich dann national und auf europäischer Ebene notwendig, um sich eben zu registrieren, um sich einzutragen als Organisation und auch um sicher zu sein, dass diese Aufsichtsbehörden wirklich unabhängig sind von den nationalen Regierungen und auch auf europäischer Ebene, dass sie dann frei von jeglicher Art von Einmischung sind. Und in diesem Kontext, wie wir ihn kennen, gibt es Institutionen und Regierungen, die immer mehr Transparenzanforderungen stellen zum Beispiel. Und das ist eine Belastung für die Arbeit und für die Freiheit, sich auszudrücken. Und also wenn es dann also eine entsprechende Antwort gäbe ans Europäische Parlament, um das anzugehen, es gab auch große Fortschritte in Bezug auf die Anerkennung der Frage, dass die europäische Gesetzgebung auch unbeabsichtigt Negatives schaffen kann. Also wenn es um das Vereinigungsrecht geht und das kann auch mit Fragen zum Beispiel Terrorismus zu tun hat und also mit nationalen Gesetzgebungen in der Bekämpfung von Terrorismus. Zum Schluss zu kommen, also in Bezug auf die Kommission, auf den Konsultationsprozess, da bin ich etwas besorgt. Es gibt eine starke Zuspielbetonung auch auf den Binnenmarkt, auf diesen Aspekt trotzdem jedoch. Es gibt also ein paar gute Perspektiven. Das Konzept der Gemeinnützigkeit, dass das also Anerkennung findet und nicht aufgegeben wird. Ich denke, dass wir brauchen auf europäischer Ebene etwas Supranationales als Rechtsform für Gemeinnützige. Es sollte vielleicht auch nicht nur auf Vereine und Vereinigungen beschränkt sein. Es gibt auch in anderen Ländern Stiftungen zum Beispiel und sie arbeiten auch in unterschiedlichen Aktivitäten vor Ort. Das könnte auch natürlich in anderen Ländern vergleichbar sein mit zivilrechtlichem Engagement. Wir
denken also im Moment darüber nach. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir konsultieren unsere Mitglieder und es geht auch um die Beantwortung natürlich auf die der Konsultation. Wir brauchen eine Umgebung, die auf jeden Fall die zivilrechtliche Gesellschaft befähigt und wir wollen natürlich vermeiden, dass dieses Instrument weitere unbeabsichtigte Hürden schafft, sondern eben das Potenzial erhöht, grenzüberschreitend zu arbeiten, dieses Potenzial zu nutzen, also national zu arbeiten, auch Anerkennung zu finden, nicht nur für Dienstleistungen, sondern eben auch, um eine Art Sparringspartner für die Regierung zu sein, damit sie eben ihrer Verantwortung gerecht werden und zu ihrer Verantwortung stehen. Also es geht um eine neue supranationale Rechtsform, die alles das umfasst. Aber ich habe es schon gesagt, es ist, glaube ich, sehr schwierig, das alles in eine einzige Rechtsform zu bringen. Da gibt es natürlich auch noch die Frage der Steuern. Ich bin offensichtlich nicht in der Lage, kurz und einfach zu antworten auf dieses Thema, aber es wird natürlich auf jeden Fall in der einen oder anderen Form dann Vorschläge von der Kommission geben. Ich glaube, was sehr deutlich geworden ist, ist das Spannungsverhältnis zwischen den politischen Wünschen und Zielen und den rechtlichen oder faktischen Möglichkeiten. Das eine ist die Sache, lieber nur eine einzige Gesetzesgrundlage zu nehmen, das andere, und das hat Sergej vorhin erklärt, dass das aus pragmatischen Gründen getrennt ist, und das andere ist die Sache Marktteilnehmende versus Non-Profit-Organisationen. Die Richtlinie ist ja auf dem Artikel 114 Marktteilnehmende basiert sie, das hat Alexi drin, du hast es gerade bemängelt, da kommen wir zu dem Thema Kompetenzen der EU, das, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Das andere, was sehr deutlich wurde, ist, wie wichtig es wäre, dass paneuropäische Netzwerke und Organisationen endlich eine rechtliche Anerkennung haben, dass sie als Rechtsstatus überhaupt mal anerkannt werden. Das kam sehr deutlich rüber bei deinem Statement. Das andere war, dass nochmal bei den Details, dieses Board, das fand ich auch nochmal interessant, dass die Transparenz und sozusagen Registrierung von autoritären Regierungen auch dazu genutzt wird, um Druck und Kontrolle auszuüben. Das fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich würde jetzt aber gerne erst Marta hier reinholen, Marta Pardavi. Sie ist Co-Vorsitzende des ungarischen Helsinki-Komitee und befasst sich auch schon seit vielen Jahren mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Das Helsinki-Komitee arbeitet auch sozusagen stark mit oder zu dem Thema Menschenwürde und aber auch bürgerschaftliches Engagement. Marta, aus der Perspektive einer Organisation, die in einem politischen Umfeld arbeitet, in Ungarn, in dem sie unter Druck steht und legalen Schutz bräuchte, sind wir jetzt sehr gespannt, welche deine Erwartungen wären an diese neue Initiative für ein europäisches Vereinsrecht. Thank you very much, Christina, and thank Dank, you. Christina, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank natürlich für die Initiative, ein höheres Schutzniveau zu haben, einen Raum auch für die Zivilgesellschaft zu schaffen. Ich bin in Budapest und wie wir alle gewählt mit einer signifikanten Mehrheit und das also natürlich um das schmerzhafte Wissen, dass Ungarn nicht als vollständige Demokratie ansehen werden kann. Und würde vorschlagen, das sollte das Ziel der Europäischen Union sein, dafür zu sorgen,
dass dieser Trend wieder umgekehrt wird, hier in Ungarn, und dass es auch nirgendwo sonst in der EU passieren kann. Diese Initiative wird also mehr Raum bieten, mehr Schutz bieten, mehr grenzübergreifende Aktivitäten, einen grenzübergreifenden Raum auch für gemeinnützige Organisationen in der Europäischen Union. Also wie stärken wir die Demokratie und wie stärken wir die Beteiligung der Bürger der EU? Besteht eine Notwendigkeit nach mehr Regeln, nach mehr politischen Strategien, um diese Initiative zu stärken? Brauchen wir das auf europäischem Niveau über das, was wir jetzt schon haben? Und ich denke, die Antwort ist ganz klar, ja. Und ich denke, es besteht also eine Notwendigkeit für diese Art von Gesetzgebung. Und es ist sehr entscheidend, es ist eine Art von Investition auch in unsere demokratische Gesellschaft. Bürger und Bürgerinnen und Bürger sind natürlich ganz daran beteiligt, dass die Demokratie und wir brauchen mehr Aktivitäten, wir brauchen Unterstützung dafür, und die EU ist sehr gut darin, Rechtsinstrumente zur Verfügung zu stellen, und wir sollten also dieses Instrument wirklich nutzen und wir sollten es anwenden und ausführen. Wenn es also um die Frage geht, was wir Instrumente brauchen, ja, dann ist das so, das ist auch schon von anderen Organisationen bestätigt worden, nicht nur in Ungarn, sondern auch EU-weit und auch national. Wir brauchen mehr Rechtsschutz für das Vereinsrecht, also für die Freiheit, sich zu vereinen, und die Kommission. Das, was wir bisher an Regeln haben, was ausgeführt wird, das ist nicht genug. Und das sollte also sehr spezifisch angegangen werden. Wir brauchen eine umfassendere Strategie, um das zu unterstützen, um den Raum in der Europäischen Union zu ermöglichen. Diese Rechtsinstrumente sollten auch noch ergänzt werden durch bessere Konsultationsverfahren und durch nachhaltige Finanzierung. Aber die Rechtsinstrumente sind sehr wichtig. Und wir haben ja schon etwas über den Binnenmarkt gehört, der auch eine Rolle spielt bei den Konsultationen. Wir brauchen also einen Binnenmarkt, der sehr vorteilhaft ist, gut ist, auch gemeinnützige Organisationen. Es gibt nämlich schon einen sehr lebhaften Markt innerhalb der Europäischen Union, der negativ ist in Bezug auf die Räume der Zivilgesellschaft. Und wir sehen also, dass es Dinge negativ sind, und das kann natürlich auch sich weiter ausbreiten, und Alexandrina hat es schon Zahlen genannt, es gibt Transparenzregeln, es gibt Finanzierung und Organisationen, NGOs, die von Regierungen organisiert werden, und die versorgen, dass dieses Phänomen eigentlich auch zunimmt in den letzten Jahren. Wir sehen dadurch Rückschritte, wir sehen Verletzte, wir sehen Aktionen, also negativ sind. Wir brauchen also bessere und höhere Standards in der Europäischen Union. Wir brauchen einen Mindeststandard zu fahren und Säulen zu haben, ein Fundament zu legen für das Vereinsrecht. Und wir müssen es einfacher, stärker, klarer machen, dass das Vereinsrecht durch die Europäische Union geschützt wird. Letztlich auch durch die nationalen Gerichte, durch die Kommission oder auch durch den Gerichtshof. Und das ist nach wie vor das Schlüsselelement. Und in den letzten Monaten, als es darum ging, also was Ehrenämter in der Zivilgesellschaft bedeuten, auch im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen in der Ukraine, haben wir gesehen, dass es sehr schwierig ist, da Notfalloperationen zu planen,
wenn es um die praktische Seite geht, also es gibt große Operationen, die in der Lage sind, wirklich große Beträge, Hunderttausende zu bewegen und etwas auf die Beine zu stellen und auf die Grundlage zu reagieren. Aber es ist natürlich sehr schwierig, Menschen zu beschäftigen, anzustellen, ein ökonomischer Akteur zu sein und dann zum Beispiel Sozialversicherungsleistungen zu zahlen, Bankkonten zu eröffnen. Diese Hindernisse müssen auch beseitigt werden. Und es gibt natürlich auch Schutzelemente, also wenn es um die Pushbacks geht, also wenn es um den sich verringernden öffentlichen Raum geht, where it is doing. Dann ja, muss etwas getan werden, weil wir in diesem Bereich am besten arbeiten. Wir arbeiten besser auch als andere Akteure, auch besser als Unternehmen der Regierung. Und wir müssen also die Hindernisse, Belastung reduzieren. Da gibt es auch einmal den Status der Gemeinnützigkeit. Das würde auch der Zivilgesellschaft helfen, die ja, wie gesagt, unter Druck steht. Und als Bürger und Bürgerin in Deutschland, man will natürlich die Demokratie unterstützen. Und ich glaube, dass es die Chance heute ist, ist, wenig perspektiv zu werden. Also es gibt Strukturen, das zu fördern. Das ist immer noch sehr national ausgerichtet und wir brauchen mehr Unterstützung für grenzüberschreitende Aktivitäten, für grenzüberschreitende Mobilisierung, für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Das ist nicht so einfach, aber auf der Feldseite im Moment her. Und deswegen möchte ich noch hinzufügen, dass die zivile Gesellschaft häufig durch Vereine, durch Stiftungen, durch private Organisationen agiert. Und sie arbeiten natürlich auch mit finanziellen Mitteln. Wir wissen, dass sie unter Druck geraten. Und wir wissen das auch hier aus Ungarn. Und es ist deswegen auch wichtig, das zu mit einzuschließen, dass eben auch gemeinnützige Non-Profit-Akteure in dieser Mobilisierungskette mit erfasst sind. Thank you. Vielen Dank, Martha, für diese eindrücklichen Worte. Und dadurch ist nochmal sehr deutlich geworden, unter welchen unterschiedlichen Bedingungen wir innerhalb der EU zu tun haben. Also Zivilgesellschaft zu sein in Ungarn ist einfach eine ganz andere Situation als hier in Deutschland oder Belgien. Dadurch wurde auch nochmal deutlich, wie wichtig jetzt von deiner Seite das Thema Minimum Standards ist, weil es hier um wirklich Grundrechte und Grundfreiheiten wie Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und so weiter geht. Das ist nochmal sehr deutlich geworden. Auch das Thema gegenseitige Anerkennung, das hatte ja auch schon Alexandrina angesprochen, dass das ein wichtiger Punkt ist, der gegenseitigen grenzüberschreitenden Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch was Spenden und Steuern betrifft. Genau, vielen Dank erstmal. Bevor Sergej, du darauf reagieren kannst, würde ich sagen, bringen wir jetzt trotzdem auch den deutschen Kontext erstmal hier ins Spiel. Ich begrüße nochmal Ansgar Klein. Er ist Geschäftsführer des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Das ist im Prinzip ähnlich wie das European Civic Forum, nur auf deutscher Ebene, ein Netzwerk aus Organisationen, die sich zum Thema bürgerschaftliches Engagement, Bürgergesellschaft und so weiter, die sich damit beschäftigen, und das ist, was das BBE fördern möchte. Deshalb, ihr seid auch schon lange an dem Thema dran. Da wäre jetzt meine Frage, wie kann man jetzt diese Debatte, die wir hier haben, die Ziele, die
Bedarfe, die formuliert wurden. Wie kann man das jetzt in Einklang bringen mit der Debatte, die in Deutschland herrscht? Dazu muss man wissen, es gab ja schon mehrere Initiativen. Wir haben da auch einen schönen Text in unserem Webdossier, das wir zu dem Thema aufgelegt haben, von Mirko Schwärze, der lange ja auch beim BBB gearbeitet hat. Es gab ja einige Initiativen und die sind unter anderem und vor allem auch an durch die deutschen Widerstand sind die nicht erfolgreich gewesen. Die deutsche Vereinsrecht hat ja eine lange Tradition und gerade das Thema Gemeinnützigkeit ist ja hier nochmal ganz neu aufgekommen. Genau, meine Frage ist, wie ist jetzt die Einschätzung zu dieser Initiative und wie können wir die in den deutschen Kontext nochmal im deutschen Kontext bewerten? Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite ein Hallo in die Runde. Das Thema ist tatsächlich sehr wichtig und für Zivilgesellschaft dies als eine Art normative Voraussetzung. Vereinsrecht schafft sehr niedrigschwellig Schutzräume, negative Freiheiten und positive Freiheiten, beides. Das heißt, sowohl das Innere, eine Assoziation hat Schutzräume des Austausches, aber sie hat auch im öffentlichen Auftreten positive Freiheiten, würden wir das nennen, eben Schutzräume. Und es ist eine sehr niedrigschwellige Organisation und ich höre mit Interesse, dass das europäische Vereinsrecht mit 3 Personen plant, das deutsche mit 7. Also es ist noch einfacher, was deutlich macht, dass die Richtung stimmt. Aber es ist zugleich eben eine rechtliche Schutz- und Ermöglichungskonstruktion, die wir für ganz Europa brauchen. Also soweit vielleicht als Vorbemerkung. Und in der Tat, in der deutschen Debatte, man kann sagen, nach den neuesten Empirien haben wir in Deutschland über 600.000 Vereine. Das ist halt die Rechtsform, die alle wählen, die niedrigschwellig bestimmte Bedingungen erfüllen wollen. Juristische Person zu sein, wurde schon genannt, aber auch Berechtigungen zu bekommen, Zuwendungen und öffentliche Gelder zu bekommen, was dann oft mit der Gemeinnützigkeit gekoppelt ist. Die Gemeinnützigkeitskopplung ist meines Wissens in Deutschland schon sehr weit entwickelt. Also etwa Organisationen wie Venro berichten, dass entwicklungspolitische Gelder sozusagen nur noch ausgegeben werden, wenn bestimmte Bedingungen wie der Spendensiegel auf der einen Seite, aber natürlich auch die Gemeinnützigkeit vorliegen. Also da gibt es schon enge Verflechtungen. Soweit also als Vorbemerkung und da jetzt gleich zum ersten Problem. Also vielleicht noch ein empirisches Problem, das ist für die Vereine und ihre Rechtsform nicht trivial. Das ist eine deutsche Befindlichkeit, die möglicherweise in Gesamteuropa vorkommt, dass wir einfach in der Statistik und den Erhebungen über Engagement erfahren, dass ein Bereich unter besonderem Druck geraten ist, nämlich die Vereinsvorstandsbesetzung. Das ist nicht nur ein Generationenproblem, Überalterung, das heißt Generationenwechsel als Herausforderung, sondern es ist insgesamt eine Herausforderung an Formate zeitintensiven Engagements, mit der wir es hier zu tun haben. Und das ist keine triviale Herausforderung. Das heißt, man muss sich dann Engagement und demokratiepolitisch, das sind die Felder, für die auch das BBE im Aufbau steht, die Frage stellen, wie können wir diese wichtigen zeitintensiven Engagements, etwa der Vereinsvorstände, auf Dauer stabilisieren und eben auch erleichtern. Da ist ein Klassiker, sind die haftungsrechtlichen Unsicherheiten. Wenn man, also nur ein Beispiel aus meiner eigenen Organisation, dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Wir waren ein nicht eingetragener Verein, weil die Kirchen sagten, wir treten doch keinem Verein bei. Dann haben wir halt einen nicht eingetragen gegründet und dann wurde uns mitgeteilt, ja, jetzt habt ihr ein Haftungsproblem. Die Vorstände haften mit ihrem Häuschen im Notfall und das wollten wir auch nicht. Da haben wir einen nicht eingetragenen Verein kombiniert mit einer gemeinnützigen GmbH und so weiter. Dann geht das da weiter. Das heißt, die Haftungsprobleme der Vereine darf man nicht unterschätzen. Und dann haben wir jetzt ein Problem bekommen in der deutschen Debatte der letzten Jahre zu diesem Zusammenhang von Gemeinnützigkeitsrecht und Vereinsrecht, weil plötzlich die Diskussion vom Zaun gebrochen wurde aus Zivilgesellschaftssicht, aus meiner Sicht völlig falsch und unverständlich, dass gemeinnützige Akteure sich nicht, so hieß es plötzlich, politisch betätigen dürfen, ansonsten würden sie die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Einige große, sehr explizit politisch agierende zivilgesellschaftliche Plattformen wie Attack and Compact haben daraufhin diesen Gemeinnützigkeitsstatus von sich aus aufgegeben, um nicht in irgendwelche Prüfungsgefahren zu geraten. Schon eine, im Grunde eine zwar nachvollziehbare, aber für die Zivilgesellschaft nicht erfreuliche Entwicklung. Und jetzt kommen wir da sehr ins Grundsätzliche, muss man sagen, weil ich bin selber Politikwissenschaftler, vielleicht, um das nochmal zu sagen, und habe über Zivilgesellschaft auch viel gearbeitet.
arbeitet. Und wenn wir jetzt über politische, sozusagen politische Entscheidungsräume und Partizipation reden, dann müssen wir analytisch unterscheiden zwischen der Beteiligung an Meinungs- und Willensbildung, da ist die Zivilgesellschaft, und der Beteiligung an Entscheidungsprozessen, das wäre die direkte Demokratie zum Beispiel, jenseits der Repräsentativen, die wir natürlich als zentrale Bezugsorientierung weiter auch haben. Und diese Debatte um Direktdemokratie ist eine schwierige Debatte, die ich jetzt hier nicht führen möchte, die kann man führen, die ist wichtig, nur als Nebenbemerkung, dass die AfD ein großer Fan der Direktdemokratie ist, um im Grunde populistische Politik zu machen, muss uns zu denken geben und zumindest dieses Format stärker noch zukünftig absichern. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass es für uns, unser Verständnis, und das sage ich jetzt so schlicht, grundsätzlich möglich sein muss und kann, dass zivilgesellschaftliche Akteure in der Rechtsform des Vereins und des gemeinnützigen Vereins selbstverständlich in der Meinungs- und Willensbildung zu ihren Themen reden dürfen und sogar müssen, weil sie auch, wir haben ja in der Soziologie der Zivilgesellschaft, gibt es Figuren wie das advokatorische Handeln. Viele Zivilgesellschaftsakteure reden im Namen von und im Namen für. Sozialverbände und Wohlfahrtsverbände reden für die sozial Schwachen in dieser Gesellschaft. Menschenrechtsorganisationen für die, denen diese Rechte nicht zukommen, etc. Das kann man jetzt beliebig verlängern. Das heißt, die advokatorische Rolle der Interessenvertretung, die in der Meinungs- und Willensbildung Gesetzgebung vorbereitet und öffentliche Meinung adressiert, ist eine Pflichtaufgabe von Zivilgesellschaft und wird von uns verteidigt gegen jeden Angriff. Ich sage das so deutlich, das müssen wir tun. Und deswegen habe ich habe etwas Drastisches vorgetragen vielleicht, aber ich habe das gemacht, um zu zeigen, wenn wir ein europäisches Vereinsrecht, was extrem zu begrüßen ist, niedrigschwellige Organisationen, positive und negative Freiheitsräume, Schutz- und Handlungsräume, ganz knapp zusammengefasst, wir brauchen das, ich würde das sehr begrüßen, aber da müssen wir diese politische Dimension, die wir mit diesem Vereinsstatus verbinden wollen, auch sehr klar mit benennen. Und also ich würde auch sagen, Vereine, die im Grunde Parteien ersetzen wollen, das kann hier nicht das Thema sein. Aber Vereine, die in der Meinungs- und Willensbildung zu ihren Themen aufklären, informieren, auch recherchieren und auch Positionen beziehen, gehören zum Alltag unserer zivilgesellschaftlichen Erfahrung und müssen es in Zukunft tun, um die Mehrwerte der Zivilgesellschaft auch wirklich zu schöpfen. So, also das war diese Geschichte und dann noch eine letzte Bemerkung, das ist in den Vorreden schon angeklungen, ich möchte mich nur darauf nochmal beziehen. Vereinsrecht als Schutz- und Ermöglichungsraum für zivilgesellschaftliches Handeln sehr niedrigschwelliger Art ist eine Herausforderung für autoritäre Regime. Deswegen ist ein europäisches Vereinsrecht aus meiner Bewertung auch ein zusätzlicher Schutz von Akteuren, die vereinsförmig organisiert sind, in autoritären Regimen. Das können die Kolleginnen aus den betroffenen Ländern viel besser einschätzen. Aber ich glaube schon, dass die EU als Werte- und Rechtsgemeinschaft, und das sind ja die Themen, um die es hier geht, im Grunde die Themen, die Anliegen der Demokratie und der Beteiligung und des Mitwirkens so zentral werden müssen, nämlich als Wertkern, dass sie die Ermöglichungs- und Umsetzungsbedingungen, die dann auch für Nationalstaaten eine nicht nur beiläufige Orientierungsfunktion haben können, dass sie sowas auch ermöglichen. Das wäre ein großer Schritt, er ist dringend nötig und wir brauchen eine gestärkte europäische Zivilgesellschaft und Schutz vor autoritären Regimen in den Nationalstaaten der EU. Nicht nur dort, aber dort würde das Vereinsrecht ja positioniert sein. Deswegen ist auch hier eine nicht triviale Funktion zu nennen, deren Bedeutung leider angesichts von Regimewechseln immer mal wieder auch leider wächst. Und das können wir nicht einfach nur hinnehmen. Da wäre ein solches neues europäischer Vereinsstatus auch ein Antidote, ein Gegenmittel und ein Instrument, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und das ist natürlich ohne Konflikt in der EU nicht zu haben. Die haben wir aber mit Orbán längst. Und die Frage, ob man etwa Werte- und Rechtsstaatsverstöße von EU-Mitgliedstaaten durch Sanktionen bei Fördermitteln nicht auch wirklich mal hart sanktioniert, die ist auch in der Zivilgesellschaft längst angekommen, einfach nur zuzuschauen. Ich glaube, da ist in dieser Runde keiner dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Ansgar Klein. Ich glaube, da ist jetzt noch mal deutlich geworden, wie wir die Debatte um die Gemeinnützigkeit, die übrigens, hier gab es auch einen Kommentar im Chat, for public benefit übersetzt wird und Non-Profit ist noch mal ein breiterer Begriff. Genau, dass wir dieses europäische Verständnis der Gemeinnützigkeit brauchen, daran ist es auch beim letzten Mal unter anderem gescheitert, dass man sich darauf nicht einigen konnte und aus der deutschen Perspektive, dass es da sehr wichtig ist, auch die politische Dimension mit zu berücksichtigen, weil Organisation, Zivilgesellschaft
einfach teilnimmt an der politischen Willensbildung und das total irrsinnig wäre, diese politische Dimension aus der Gemeinnützigkeit auszuschließen. Genau, aber was auch nochmal wichtig ist, was vielleicht auch so für die Nationalstaaten, zu denen Deutschland gehört, die ja immer so Angst haben, dass so Mindeststandards oder dass so das unter ihre Standards auf EU-Ebene reguliert wird, dass nochmal diese höhere gemeinschaftliche Aufgabe, dieser aktive Beitrag zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, für den ja sozusagen alle hier in der deutschen Öffentlichkeit sein werden, dass das nochmal ein wichtiger zusätzlicher Aspekt ist. Genau, bevor wir jetzt die Runde öffnen, möchte ich Sergej nochmal die Möglichkeit geben, auf den einen oder anderen Aspekt zu reagieren, den wir jetzt hier herausgearbeitet haben in den Kommentaren. Und dann würden wir das öffnen hier für Zoom und hier im Raum. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich wollte noch mal danken, sowohl Martha als Alexandrina, aber auch hier, Herr Kollege Klein, Ansgar, für die Unterstützung. Gerade Martha und Alexandrina, diejenigen, die wirklich in the field sind, da, wo es am schwersten ist. Und die auf diese Art und Weise wirklich die beste Legitimität haben, viel besser als ich, der da im sicheren Friedrichshain irgendwie was vor sich hin wurstelt oder in Brüssel. Das sind Leute, die wirklich take the hit, ja? Also wirklich die Konsequenzen tragen von der Autorisierung unserer öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Räume. Und die, eure Unterstützung für diese Initiative ist mir wirklich, ist das Teuerste, das Wichtigste, was ich am Kapital überhaupt habe, am politischen Kapital. Vielen Dank dafür. Und deswegen höre ich auch ganz genau, was ihr sagt. Ich finde, andererseits bin ich ein bisschen milder in der Kritik der Kommission, wenn die Kommission versucht, eben an die Marktrolle der Vereine anzuknüpfen, weil, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, warum sie das tun. Die Kommission ist traumatisiert nach diesem zweifachen Scheitern an Mitgliedstaaten. Und das letzte Scheitern im Bundesrat, im Deutschen Bundesrat, war zum Teil damit begründet, dass die Non-Profits, weil sie keine Profit-Unternehmen sind, gar nichts mit dem Markt zu tun haben und somit die EU da nichts zu suchen hat in diesem Regelungsbereich. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Weg daraus, und das ist auch das, was ich auch in unserer Resolution, die ja sozusagen als Chapeau, als Klammer über diesen beiden Vorschlägen schwebt, auch betont habe. Es ist auch ein Irrglaube, also das sind ja zwei Irrglauben. Erstens, dass die EU nur ein Marktgefüge ist und alles, was nichts mit Markt zu tun hat, da nicht geregelt werden darf. Wir sehen ja gerade jetzt seit den letzten 10, 15 Jahren, wie wichtig das ist, dass wir eine Demokratieunion sind, dass wir eine Werteunion sind. Und das sagen ja auch schon EuGH und viele anderen. Dann muss man ja natürlich auch sich befreien aus diesem Käfig des Marktdenkens. Aber andererseits finde ich, die zweite Verkürzung ist zu sagen, nur weil eine Organisation Non-Profit ist oder nur weil eine Organisation gemeinnützig ist, haben sie mit dem Markt nichts zu tun. Na, selbstverständlich haben sie mit dem Markt was zu tun. Die sind Konsumenten auf dem Markt, ja, die sind Marktteilnehmer und sie können, Gemeinnützigkeit bedeutet ja nicht, dass ich überhaupt keine Gewinne erzielen kann. Ich kann Gewinne erzielen, solange ich diese Gewinne wieder reinvestiere in meine gemeinnützige Tätigkeit. Aber das bedeutet doch, dass ich doch ein Marktteilnehmerin bin, ja, je nachdem, ob man gendert oder nicht. Also das ist ja eine absolut verkürzte Sicht des Marktgeschehens, wenn wir sagen, dass diese Organisationen nichts mit dem Markt zu tun haben. Und deswegen finde ich eigentlich, Alexandrina, ich verstehe deine Kritik und im Großen und Ganzen teile ich sie, aber ich sehe das als so ein bisschen eine Rettung, ja, ein Weg, wie wir überhaupt dieses Projekt vor dieser vernichtenden Kritik oder diesem Widerstand der Mitgliedstaaten retten. Und
Das erklärt vielleicht, warum Breton zuständig ist für dieses Vorgehen. Eigentlich war ich am Anfang ein bisschen schockiert, warum ein Industriekommissar und Marktkommissar dafür zuständig ist. Aber dann habe ich nochmal nachgedacht und dachte, dann nutzen wir das doch. Dann nutzen wir es doch. Weil er teilt, ich habe ihm auch erklärt, diese beiden Zielrichtungen, die uns wichtig sind, das fand ich auch sehr gut im Gespräch, er teilt diese Zielsetzungen und er hat es verstanden. Und wenn uns der Markt hier helfen kann, bitteschön, ja, ich bin da sehr pragmatisch. Hauptsache, dass es klar ist, dass wir alles nicht sozusagen nach den Marktregeln dann regeln, aber wenn die das Kompetenz öffnet, dann würde ich das trotzdem nehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob Alexandrina, ob das okay ist für dich, du guckst immer noch skeptisch, aber ich würde hier eben ein bisschen taktischer denken bei diesem Punkt. Und ja, nochmal das, was auch Martha gesagt hat, aus meiner Sicht müssen wir die gemeinnützigen Stiftungen hier mit bedenken. Wenn ich das richtig verstehe, geht die Kommission jetzt doch den Weg, wo sie doch auf Vereine nur schaut, wahrscheinlich aus pragmatischen Gründen ebenfalls. Ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall Stiftungen mitbedenken müssen. Weil wenn wir sehen, gerade in Ungarn, was mit vielen Stiftungen passiert und wie da mit Stiftungen umgegangen wird, dann wissen wir, das ist auch ein Demokratieproblem. Und wir wissen auch, wie wichtig diese Stiftungen sind für die Zivilgesellschaft und für viele Non-Profit-Ziele. Insofern, ich unterstütze auch, ich arbeite auch sehr gerne mit gemeinnützigen Stiftungen auf der europäischen Ebene, was das angeht. Und finde, auch das wäre ein Teil der Konsultationsanregungen, vielleicht nochmal die Kommission darauf hinzuweisen, dass sie genauso mitbedacht werden müssen. Vielen Dank. So, ich freue mich jetzt sehr, die Statements, Kommentare und Fragen jetzt von allen Teilnehmerinnen zu bekommen. Hier in der Runde bitte hebt oder heben Sie das Schild so hoch, dann kann ich sehen, wer sprechen möchte. Und in Zoom genau Hand heben oder auch schriftliche Kommentare, Fragen, die Georg dann sammelt. Genau. Ich würde jetzt mal freundlicherweise mit Zoom anfangen. Genau. Ich kann das jetzt, ich sehe einmal Kathleen vom Roten Kreuz. Genau. Und Francesca, das war, das müsste ich jetzt noch mal gucken. Ja, das finde ich jetzt nicht, aber Sie können sich ja dann gleich selber vorstellen. Genau, ich gebe jetzt erstmal diesen beiden das Wort. Ja, danke schön. Ja, Kathleen Wapowetz vom Deutschen Roten Kreuz. Ich habe jetzt hier mit Absicht Rotes Kreuz geschrieben, weil die Initiative auch aus mehreren Blickwinkeln für uns interessant ist. Es wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es ein bisschen schwierig ist oder problematisch gesehen wird, dass das in diesem Marktbereich angesiedelt ist und dass die TKRO dafür zuständig ist. Tatsächlich für uns ist es als gemeinnützige soziale Dienstleister tatsächlich was Positives. Diese ganze Debatte wird ja auch im Rahmen der Sozialwirtschaftsdebatte geführt. Also es gab gerade eine Initiative der Europäischen Kommission, wo ein Aktionsplan für die Sozialwirtschaft vorgelegt wurde. Und wir als gemeinnützige soziale Dienstleister haben immer arge Probleme, uns da zu bewähren gegenüber profitorientierten Anbietern oder Anbietern, die sich im Non-Profit-Bereich sehen, aber eben nicht im Not-for-Profit. Also diese Grenzziehung ist einfach extrem oft nicht gesehen, was der Unterschied ist zwischen Gemeinnützigkeit oder Non-Profit. Und das hatte Serge ja auch eingangs gesagt, tatsächlich so eine Definition, eine europäische Definition dafür, was Gemeinnützigkeit bedeutet und was Gemeinnützigkeit ist, ist etwas, was uns auch in diesem Bereich extrem helfen würde. Wir werden halt als Marktteilnehmende behandelt und unterliegen dann auch den entsprechenden Rahmenbedingungen. Und um da unsere Position zu stärken, wäre dieses europäische Verständnis davon, was Gemeinnützigkeit ist, nämlich dass es bedeutet, dass Gewinne reinvestiert werden müssen in den Vereinszweck,
ein unglaublicher Vorteil, um unsere eigene Position zu stärken und unser Agieren in diesem Marktbereich. Also das ist die eine Perspektive. In dem Sinne bin ich extrem dankbar, weil in dieser ganzen Debatte um europäische Sozialwirtschaft geht das leider sehr, sehr unter. Da wird sich sehr darauf fokussiert, wie man Wirtschaftsakteure stärken kann, die Profite machen, aber eben nicht die nicht profitorientierten. Und dann natürlich als internationale Organisation, die wir als Rotes Kreuz natürlich auch sind, ist jede Form der Stärkung von Zivilgesellschaft für uns natürlich sehr, sehr relevant. Es ist weit über Ungarn hinaus, wo wir Probleme haben, dass wir als humanitäre Organisation, die vor allen Dingen im Bereich auch Migration, irreguläre Aufenthalte tätig sind, Probleme haben. Und da bin ich bei Martha, hatte das, glaube ich, gesagt, sehr auch dabei zu sagen, jedes legale Tool, jede Stärkung von Zivilgesellschaft ist da ein Vorteil, vor allen Dingen, wenn sie von europäischer Ebene kommt. Das von meiner Seite. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen. Francesca hatte gerade geschrieben, sie ist vom European Center for Not-for-Profit Law. Genau, bitte, das Wort ist dir. Thank you very much. Yes. Ich komme vom Europäischen Center für Non-Profit-Gesetze und wir haben also mit Sergei schon Kontakt gehabt und lassen Sie mich klar sein, unser Netzwerk ist registriert, wir sind also eingetragen, und zwar in den Niederlanden. Wir sind also, aber wir haben eine europäische Abteilung und es geht also um bessere Standards auch für uns und wir arbeiten mit NGOs und auch wir und ergibt Unterstützung. Wir unterstützen Projekte, wir haben Partnerschaften, aber wir fallen nicht komplett unter wir fallen nicht unter die Definition einer europäischen Organisation, wie es vorgeschlagen ist. Das also vorausgeschickt. Bereiten also jetzt unseren Beitrag vor zur Konsultation und wir verstehen natürlich, dass es um die Machbarkeit geht, dass es darum geht, das zu bewerten. Wie werden die Auswirkungen verschiedener Rechtsinstrumente sein, mit dem Ziel natürlich den Bereich zuordnen und wir unterstützen natürlich auch dieses Konzept. Wir schauen auch besonders auf andere Entwürfe zu Standards, wenn es also um die Mindestanforderungen für Non-Profit-Organisationen geht. Wir sind eben einverstanden, was Martha auch schon gesagt hat. Es gibt also Probleme, die betreffen alle NGOs innerhalb der EU, wenn es um Hürden, Behinderungen geht, im Allgemeinen für ihre Arbeit in Bezug auch auf ihre Finanzierung, Zugang und es gibt auch Probleme in Bezug auf die Definitionen. Wenn es um die Mindeststandards geht, dann muss es Prioritäten geben. Um also auch das besser zu verstehen, dieses paneuropäische Verständnis von einem zivilgesellschaftlichen Raum. Wir verstehen auch die Besorgnisse, die von Alexandria geäußert worden sind, also auch um den aktuellen Status des Überschlages geht. Es ist nicht klar, wie unabhängig dann die nationalen Behörden sind und die Aufsicht auch geht. Und das müsste also geklärt werden. Das könnte nämlich eine zusätzliche Dimension der Kontrolle bedeuten und hätte dann entsprechend negative Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft. Und ich würde gerne noch hier die Teilnehmer fragen und auch Sergei fragen, wenn die Kommission sich entscheidet,
weiterzumachen, und zwar mit den Mindeststandards, also mit der Verordnung der Mindeststandards. Wie sieht man dann dort einen Mehrwert, also überhaupt eine Regulierung zu haben, die dann eben ein Statut für die Vereine in der EU darstellt? Vielen Dank. Vielen Dank. Wir nehmen jetzt noch die beiden Wortmeldungen hier im Raum. Bernd Hüttemann von der Europäischen Bewegung Deutschland. Ja, danke schön, Christine und Sergej Lagodinsky für die Einleitung und Anske natürlich auch. Vielen Dank. Also ich spreche für einen Verein, der in Deutschland schon seit 1949 existiert und in unsere internationale Organisation niederländisches Recht, glaube ich, seit 50er Jahren eingetragen ist in Brüssel. Das heißt, wir kommen da von einer sehr langen Ecke. Für uns ist natürlich enorm wichtig als Europäische Bewegung mit all den Verbänden, die bei uns Mitglied sind, dass es da grenzüberschreitende Möglichkeiten gibt. Wir haben gelernt, dass es natürlich im wirtschaftlichen Bereich weitergehend ist. Die Gründe sind klar. Wir haben aber auch gelernt, dass es da unter dem Begriff Zivilgesellschaft, der natürlich in jedem Land was anderes bedeutet und normativ festgelegt ist, natürlich unterschiedliche Formen gibt. Und da es einfach nicht gut genug ist, wir haben genug Vereine, die müssen sich dann in Niederlanden oder auch in Deutschland ansiedeln, damit sie überhaupt europaweit tätig sind. Es ist auch interessant, dass es meistens auch dort ist, aus meiner Wahrnehmung. Lass mich da gerne eingrenzen. Enorm wichtig für uns ist, dass der rechtsstaatliche Schutz von gemeinnützigen Interessengruppen einfach da ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir fällt nur in der Diskussion immer wieder auf, dass das einfach der Hauptpunkt ist, der herüberkommt, der natürlich sehr wichtig ist. Aber wir bekommen für unseren Geschmack viel zu wenig das Wort Demokratie in den Mund. Zivilgesellschaft ist nicht per se demokratisch organisiert. Ich kann das fiese Beispiel aus Deutschland bringen über die Stiftung Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern, was für uns jetzt mittlerweile so der Running Gag ist, in Anführungsstrichen, für die Tatsache, dass wenn man 100-mal etwas richtig macht im Gemeinnützigkeitsbereich, Stiftungsbereich, dann kann man richtig was Fieses anrechnen und dann ist auch diese gesamte Trennung zwischen Markt und Zivilgesellschaft, die wirklich nur künstlich ist, ne, aus meiner Sicht. Dieses Dreiecks künstliche Erfindung, die kann man so sehen, kann man mögen oder nicht, aber wir haben das gerade auch aus Ungarn gehört, sehr spannend. Natürlich gibt es Gongos, das ist, und das wird zunehmen, je mehr man da Lösungen findet in anderen Bereichen. Deswegen ist da eine gewisse Gefahr drin. Deswegen kommen wir eigentlich immer wieder zurück auf den Begriff der assoziativen Demokratie. Das ist natürlich das langweilige deutsche Vereinsrecht, was auch eine deutsche rot-grüne Koalition nicht so mochte, weil die früher sehr konservativ geprägt war. Dann hat man das Stiftungsrecht so gestaltet, dass man das ein bisschen, ich meine, holzschnittartig, damit Verbände und Vereine konservativer Prägung in Deutschland ein bisschen mal einen draufkriegen, ein bisschen rausgesetzt werden. Deswegen hat das deutsche Stiftungsrecht auch relativ wenig Demokratie drin. Ich war bei der Bosch-Stiftung, nicht sehr demokratisch organisiert. Aber sehr wichtig natürlich, um Geldmittel zu haben, um Shrinking Space und alle Dinge vor Ort hinzubekommen. Aber es ist natürlich ein Einfallstor für Orban und Co. Zu sagen, ihr seid nicht in der Gesellschaft verankert und auch nicht demokratisch legitimiert. Also wir haben da ein Problem. Deswegen fiel mir es auch gerade wieder auch beim großen Durchlesen auch der Vorschläge, von Demokratie reden die wenigsten. Sie reden von Demokratie in den Staaten und für die Demokratie Einzelnen, aber nicht von der Selbstorganisation, die eine Schule, der Deutsche Bundesjugendring nennt das Werkstatt der Demokratie, aber es ist auch wieder nur ein Verein, ein langweiliger repräsentativer Verband. Aktionisten und Initiativen, die mit 5 Leuten entstehen, aber nicht wirklich legitimiert sind, haben natürlich da einen anderen Stellenwert. So, das möchte ich jetzt mal in die linksliberale Ecke hineinschmeißen, als Kritikpunkt, wissend, dass alles andere, was gesagt worden ist, ja wunderbar ist. So, und deswegen kommt es so für uns sehr stark darauf an, wir haben bei uns in der EWD-Politik klar drinstehen, wir brauchen ein europäisches Vereinsrecht, aber es muss demokratische Selbstorganisation fördern, die Infrastruktur für demokratische Selbstorganisation fördern. Anske hat das sehr gut gebracht vorhin, das muss auch nicht nur in die richtige Richtung gehen, das kann auch von anderen genutzt werden. Wir haben genug Vereine, die sogar gemeinnützig sind und vielleicht nicht hier politisch gewollt sind. Aber das muss möglich sein, dass man diese Freiheit ermöglicht. Und wir haben zum Beispiel gefordert, schon beim MFR, beim mehrjährigen Finanzrahmen, man braucht einen Demokratiebonus für die Organisationsformen, die sich selbst demokratisch organisieren. Und ich habe selbst die Erfahrung in der Slowakei, Kroatien, Heranführungsprozess vor Ort. Es gab meiner Denke nie einen Demokratiebonus von der Europäischen Kommission für Fördermaßnahmen vor Ort. Also was Ansgar richtig sagte,
Es ist einfach viel Arbeit, es ist Ehrenamt und es hat nichts mit einem GmbH-Geschäftsführer zu tun, sondern es hat einfach mit Zeit zu tun. Und dafür gibt es keinen Bonus. In Deutschland gibt es den in Art und Weise, weil man institutionelle Förderung hat und so weiter. Aber die EU schafft das nicht, da ist ja selbst der Europarat stärker. Das heißt, auch da gefällt es mir nicht, dass wir in den letzten 30 Jahren ein bisschen verschlafen haben, dass das piefige Vereinsrecht in vielen Ländern gar nicht so geehrt wird, wie es sein sollte, nämlich Werkstatt der Demokratie zu sein. Und das atme ich nicht wirklich richtig stark ein in den Texten. Und ich glaube nicht, dass die Kommission von alleine auf sowas kommt. Die ist sehr technokratisch. Vielen Dank. Wir haben noch Rupert Graf Strapitz. Ja, vielen Dank. Ich komme von der Mezzanata-Stiftung, einem Think Tank, der sich mit Zivilgesellschaft, Philanthropie und ähnlichen Themen auseinandersetzt. Ich will zunächst einmal ganz klar sagen, ein herzlicher Dank an Sergej Lagodinsky, dass er diese Initiative ergriffen hat, und einen herzlichen Glückwunsch, dass sie so weit schon gekommen ist. Ich meine das nicht nur so als freundliches Kompliment, denn wir brauchen ganz dringend eine permanente Debatte um die Rechtsentwicklung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Ich erinnere mal dran, als das deutsche Vereinsrecht in das bürgerliche Gesetzbuch kommen sollte, das war Ende des 19. Jahrhunderts, gab es im Reichstag dazu schon sehr viel Kritik. Ein Abgeordneter hat damals gesagt, dies ist ein Recht für die Sauf-, Kegel- und Rauchvereine, aber nicht für die Organisationen, die also tatsächlich eigentlich da etwas gebrauchten. Seitdem ist ja sehr viel passiert. Die Zivilgesellschaft schaut heute deutlich anders aus als die Vereine im späten 19. Jahrhundert. Und in der Rechtsentwicklung hat sich sehr wenig getan. Und es ist auch klar, wenn wir heute da entwickelnd drangehen, dann muss das eigentlich irgendwie europäisch sein. Das kann genauso wenig national weitergehen, wie das bei den Aktiengesellschaften und anderen auch gegangen ist. Also insofern sind wir da auf jeden Fall da. Ich verweise nur auf das Beispiel, es ist immer von den 600.000 Vereinen die Rede, das sind die eingetragenen Vereine. Es gibt noch einige hunderttausend andere. Denken Sie mal an Fridays for Future, kein eingetragener Verein. Die würden mit der Eintragung schon deswegen Schwierigkeiten bekommen, weil sie keine Mitgliederversammlungen sozusagen vor Ort in Präsenz durchführen können und wollen. Und somit schweben die so, man streitet sich darüber, ist das ein nicht eingetragener Verein oder eine BGB-Gesellschaft oder so. Also da gibt es eine Fülle von Dingen, über die man sprechen muss. Jetzt ist aber so, und darauf will ich mich jetzt konzentrieren, dass wir hier ja zwei Themen oder zwei Projekte haben in dieser Initiative. Das eine ist die Verordnung für ein europäisches Vereinsstatut. Es ist schon ein paar Mal gesagt worden, das ist schon einmal gescheitert und das Stiftungsstatut ist auch gescheitert, weil das im Rat nicht durchgegangen ist und Deutschland gehörte zu denen, die es verhindert haben. Dabei wäre das natürlich praktisch nicht nur für die europäischen Verbände, das sind ja Tausende, sondern auch für viele andere, die grenzüberschreitend arbeiten. Aber es wird wahrscheinlich nicht kommen, also der Rat wird wahrscheinlich das wieder abschmettern, schon deswegen, weil Einstimmigkeit verlangt wird. Trotzdem ist es wichtig, auch da darüber zu reden. Und das heißt, dass der zweite Teil, nämlich die Standards, sozusagen in den Mittelpunkt der praktischen Umsetzbarkeit rückt. Und auch da ist es, glaube ich, auf jeden Fall interessant, dass man darüber debattiert. Aber da würde ich mir vielleicht noch eine etwas breitere Debatte wünschen. Also es haben eine Reihe von Organisationen sich schon geäußert, verhalten positiv oder verhalten kritisch. Da gibt es eine ganze Menge Haken und Ösen. Ich glaube, in der nächsten Zeit, nächsten Monaten, auch über den Termin der Konsultation hinaus, wird man da vielleicht noch mal dran gehen müssen, um da zu einer tragfähigen Lösung zu kommen.
Denn das wäre schon ein großer Schritt nach vorn. Das würde zumindest mal die Fahne aufziehen, dass wir hier mit einer europäischen Lösung dafür sozusagen schaffen können. Am Schluss noch zwei kleine Anmerkungen. Einmal zu der Sache mit der Marktrolle. Das ist auch pragmatisch jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Grundsätzlich, theoretisch ist das katastrophal. Also die Zivilgesellschaft darf sich nicht in den Markt hineinschieben lassen. Das ist schwierig an manchen Stellen, denn dass beispielsweise ein großer Wohlfahrtsverband auch ein Marktteilnehmer ist, ist ja klar. Aber trotzdem, die Unterscheidung muss klar bleiben. Zivilgesellschaft ist anders getrieben, also driven, wie man auf Englisch sagt, und das muss auch deutlich sein. Also sie kann sich nicht so als Anhängsel zum Markt definieren. Und das Zweite ist das grenzüberschreitende Spenden. Das klang ja auch mit an. Dieses Problem, und da sind wir ja unmittelbar dran beteiligt, hat die Zivilgesellschaft im Grunde genommen, oder dafür hat sie im Grunde genommen schon so eine pragmatische Lösung gefunden. Das ist nicht so dringend, wie es immer dargestellt wird. Das kann man auch anders lösen, dass man es trotzdem mal bereinigt, zumindest innerhalb der EU. Es ist ein Anliegen, aber man sollte das nicht so hochhängen und nicht das ganze Thema Rechtsentwicklung für die Zivilgesellschaft an dem grenzüberschreitenden Spenden aufhängen. Das ist zu kurz gegriffen, sondern hier geht es wirklich darum, für die Zivilgesellschaft sozusagen den Platz sicherzustellen, den sie im öffentlichen Raum beanspruchen kann und den sie auch braucht. Danke. Vielen Dank. Ich denke, jetzt haben wir eine erste Runde. Da ist noch mal einiges deutlich geworden. Die Skepsis mit dem Marktteilnehmenden bleibt. Jetzt hier gerade auch noch mal, dass das demokratiepolitisch einfach auch kein gutes Signal ist. Was interessant war, war auch die Fragen zu den Mindeststandards. Graf Strachwitz hat es als Schritt nach vorne bezeichnet. Franziska hat die Frage gestellt, was wäre dann der Mehrwert, wenn es nur zu den Mindeststandards käme? Was wäre der Mehrwert davon? Die Frage auch mit dem Board. Da glaube ich, war noch unklar, ob das auch nationale Boards gibt oder nur ein europäisches. Und genau die Frage, wie man da Missbrauch, wie man das vor Missbrauch schützen kann. Und ja, die europäische Definition von Gemeinnützigkeit, das ist natürlich hier ein großes Thema. Ich würde dir jetzt mal das Wort geben für Reaktionen. Ja, vielen Dank, ist echt spannend. Jetzt kommen wir richtig, da geht es um was, auch in der politischen Realität, das finde ich toll. Das, was Katlin gesagt hat, vielen Dank, schön dich zu sehen, hier digital, sehe ich auch, also das war uns wichtig, dass wir eben eine europäische Definition der Gemeinnützigkeit pushen und die Konsequenzen, das habe ich ja schon gesagt, darüber kann man dann reden und diskutieren. Und da bin ich gespannt auf hier auf Reaktionen und was wir mitnehmen können für später. Wichtig ist vielleicht eine Sache. Pragmatisch, das Wort ist ja schon hier gefallen. Und ich habe schon erklärt, warum diese Marktdimension wichtig wäre für die Rechtsgrundlage. Aber pragmatisch noch aus einer anderen, aus der zeitlichen Perspektive. Wenn wir etwas in diese Richtung bewegen wollen, dann müssten wir darauf hinarbeiten, dass wir mit dem legislativen Prozess möglichst noch im Laufe dieser Legislaturperiode fertig sind. Warum? Schauen Sie bitte auf die nächsten Ratspräsidentschaften. Da kommen Polen, Ungarn gleich nach den Wahlen. Ich weiß nicht, in welche Sequenz, aber das wäre dann wirklich ein ganz großes Problem. Das heißt, auch an dieser Stelle würde ich schon schauen, dass wir vorankommen. Was passiert, wenn es nur, wenn die Kommission nur die Richtlinie aufgreift? So wie ich verstehe, will die Kommission beides
Also so deute ich die Signale aus dem Austausch mit denen, so ein bisschen zusammendenken und schauen, inwiefern wir eine zusätzliche Rechtsform vielleicht auf nationaler Ebene mit bestimmten Standards verbunden einführen könnten. Also so in diese Richtung deute ich die Signale. Also es wird nicht nur sozusagen eine Richtlinie zu Mindeststandards sein, sondern noch ein Plus, irgendwas dazu, was paneuropäisch zumindest grenzüberschreitende Zusammenarbeit erleichtert. Und ehrlich gesagt, da kann man darüber reden. Und dann wird es darauf ankommen, dass wir im Parlament versuchen, dann möglichst eben diese Standards zu heben und zusätzliche Dimensionen anzureichen. Deswegen, wenn es nicht zu einer Verordnung käme, also man müsste schauen, was das ist. Wir wissen es nicht. Aber es gibt auch kreative Wege, wie man bei diesen Mindeststandards eben diese paneuropäische Dimension mit reindenkt. Alles andere, das ist pure Spekulation. Das ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Zu wenig Demokratie. Ja, es ist insgesamt eine Frage, welche Mindeststandards an innerer Beschaffenheit und innerer Organisation der Vereine wir über eine Richtlinie, wenn es eine Richtlinie ist, stellen können. Das wird die Frage sein, wie sehr können wir da hinein reden. Aber eine andere Frage, die mir wichtig ist, ist sozusagen Werteneutralität dieser Regelung insgesamt. Das ist ja etwas, was in beiden Instrumenten unterschiedlich gelöst worden ist. Es gab viele, die gesagt haben, schon bei der Definition von Non-Profit sollen wir Artikel 2 oder demokratische Werte oder Charta von Menschenrechten oder Bürgerrechten, also Charta der EU, hineinschreiben und alle, die sich damit nicht sozusagen widerspiegelt sehen oder das dem nicht folgen, sind auch keine Non-Profits. Und da habe ich da bin ich zu liberal oder da zu sehr Verfassungsrechtler. Also das können wir nicht so weit treiben. Selbstverständlich, also ich erinnere mich, Annette Kahane hat immer diesen Beispiel, das Beispiel, was sehr prägend ist, genannt. Also sie hat immer darüber geredet, bei Podien in Ostdeutschland gäbe es keine Zivilgesellschaft, eine schwache Zivilgesellschaft. Sie hat nein, das stimmt doch gar nicht. Es gibt eine sehr starke Zivilgesellschaft. Es gibt ganze Vereine, die sich um Jugend kümmern, um soziale Fragen kümmern, die in den Orten sozusagen aktiv sind, in den Gemeinden. Es gibt nur ein Problem, das sind Rechtsradikale. Also das ist, das ist ein Teil der Zivilgesellschaft, muss man schon sagen. Und dann müssen wir halt mit anderen Instrumenten daran arbeiten, wie wir eben dem entgegentreten. Ich finde, das wäre falsch zu sagen, bei der Definition von Non-Profit sagen wir schon, dass sie kein Non-Profit sind. Das ist einfach, das entspricht nicht meinem Verständnis der Verfassungsbeschaffenheit der EU. Was aber wir doch reingeschrieben haben, ist bei der Verordnung. Wenn es ein europäischer Verein ist, dann bitteschön muss der Verein, der sagt, wir wollen diesen besonderen Status und besonderen Schutz der EU, dann darf er nicht gegen Artikel 2, also die Werte des Artikel 2, verstoßen. Also da haben wir, weil es sozusagen mit Privilegien zu tun hat, mit dem besonderen Schutz und mit besonderer Europäisierung des Vereins zu tun hat, da bitteschön dann natürlich auch die Vertragswerte müssen. Also die müssen dann die unterschreiben gewissermaßen. Ja. Aber bei der Richtlinie mit Mindeststandards gibt es eben diese Begrenzung bei der Definition von Non-Profits nicht. Aber das ist ein spannendes Thema, an dem wir auch arbeiten sollen. Gibt es noch andere? Also ja, Deutschland hat es damals verhindert, die Umsetzung. Jetzt würde es unter dieser Regierung nicht passieren, weil im Koalitionsvertrag steht ja, dass die dieses Projekt mittragen.
Und weil wir natürlich auch die Reform von Gemeinnützigkeit auch durchgeboxt haben, da erinnere ich mich an die Kämpfe in unserer Arbeitsgruppe im Koalitionsvertrag. Federführend ist das AA. Federführend beim Koalitions, also im Koalitionsvertrag steht das im Europateil mit dem Vereinsrecht. Damit ist es AA. Und dann haben wir schon ein Problem. Ja, das verstehe ich nicht ganz, weil das AA ist ja, also erstens ist das nicht so eng zu sehen beim Koalitionsvertrag. Da steht einfach im Teil Europapolitik, dass wir uns bekennen zu dem Vereinsrecht, dass wir das haben wollen. Und Anna Löhrmann würde es im Zweifel dann auch mittragen. Buschmann, ich habe das, glaube ich, mit ihm auch angesprochen. Also müssen wir gucken. Also ich glaube nicht, dass die dann dagegen verstoßen können. Und bei Gemeinnützigkeit ist es an zwei Stellen, sowohl im Innenpolitischen verankert, als auch im Bereich Demokratie. Also das ist ganz klar drin. Okay, danke. Wir haben jetzt noch einige Minuten. Wir haben eine Wortmeldung nochmal bei Zoom und Georg hat auch ein paar Fragen gesammelt, die schriftlich oder Kommentare, die schriftlich im Chat geäußert wurden. Ich würde dann jetzt Georg dran nehmen und dann die Wortmeldung Zoom. Jetzt wäre noch die letzte Chance, nochmal hier im Raum auch sich zu melden. Und dann gibt es nochmal eine Runde hier auch mit unseren SpeakerInnen. Wolltest du noch was sagen davor? Ich hab nur eine Sache vergessen mit dem Board und mit der Unabhängigkeit, was ja ein wichtiger Punkt ist. Also unser Vorschlag ist ja, also ein Board kommt ja nur zum Tragen, wenn es eine Verordnung gibt, zumindest nach unserer Lösung, weil sie müssen dann auf der europäischen Ebene etwas verwalten, ja, also zum Beispiel so ein Register und so weiter und dann auch Aufsicht haben. Wir wollten es ja schlank gestalten. Wir müssen ja eine Mehrheit auch haben, auch von Konservativen oder von Liberalen, die grundsätzlich gegen solche Agenturen sind. Deswegen war das eine Lösung, die so ein bisschen aus der Datenschutzrichtlinie entnommen ist, also das DSGVO, wie da so ein Board funktioniert. Die Lösung ist, dass die Mitgliedstaaten müssen eine Behörde benennen, die dafür zuständig ist für diese Sachen. Das wäre bei uns ja irgendwie entweder Amtsgerichte. Ja, also das sind schon bestehende Behörden normalerweise. Die würden einfach benannt als diejenigen, die Aufsicht und Registrierung auf der nationalen Ebene dafür zuständig sind. Und von diesen Behörden jeweils ein Vertreter wird dann sitzen im Board. Plus drei Vertreter aus der EU, von den EU-Institutionen. Also man könnte natürlich sagen, die sind dann nicht so unabhängig, als wenn es ein Experten wären. Aber andererseits, wenn da 27 plus drei Mitglieder sitzen, dann wird es sehr schwierig sein für, sagen wir, eine Regierung des Landes U, da ihre Linie durchzupushen. Sondern werden die Dynamiken einfach so sein, dass sie entweder einander blockieren werden oder aber eben nicht instrumentalisiert werden können von einer nationalen Regierung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, danke. Wir haben jetzt die schriftlichen Kommentare. Wir haben jetzt noch mal zwei Wortmeldungen insgesamt, hier noch eins im Raum. Wir müssen uns dann jetzt ein bisschen vielleicht kürzer fassen. Was mich auch interessieren würde, ich habe das Gefühl, viele hören sie hier zu und bilden sich erstmal noch eine Meinung, aber ich fände es auch spannend zu wissen, wer von den Organisationen, die hier vertreten sind, sich bei dieser öffentlichen Konsultation beteiligen wollen und aber vielleicht gerade erst dabei sind, die Position zu erarbeiten. Georg? Ja, genau. Ja. Es gab eine Frage von Stefan Diefenbach-Trommer an Bernd Hüttemann, aber da er sich gemeldet hat, würde ich ihm dann das Wort geben. Eine Frage noch von Tim Weffen an Sergei und die Frage ist zum einen auf Englisch geschrieben und zitiert auch auf Englisch aus dem Brief der Kommission, deswegen würde ich sie auf Englisch stellen. Und zwar, da ist ein Satz auf dem
zweiten on page 2 of the letter of the commission. Auf Seite 2 des Briefs der Kommission. Die Kommission wird untersuchen, wie der Gesetzesvorschlag für die gemeinnützigen Organisationen zusätzliche rechtliche Formen auf nationaler Ebene schafft, basierend auf gemeinsamen Kriterien, die von den Mitgliedstaaten anerkannt werden müssen und auch gegenseitig anerkannt werden müssen. Und dann geht es weiter. Wissen Sie, was genau das bedeutet? Bedeutet das, dass die Kommission basierend auf Artikel 50 neue nationale rechtliche Formen schaffen möchte oder die existierenden umgestalten möchte? Oder ob die EU davon ausgeht, dass alle Mitgliedstaaten neue Vereine in das nationale Recht mit aufnehmen, neue Vereinsformen in das nationale Recht mit aufnehmen? Wir sammeln jetzt erstmal. Ich habe die Frage auch nicht richtig verstanden. Du hast sie hoffentlich verstanden. Gut, okay, gut, wunderbar. Dann geht es jetzt weiter hier via Zoom. Ich kann es leider gerade nicht lesen. Wenn Sie sich selber vorstellen, kurz. Vermutlich bin ich gemeint. Mein Name ist fast so lang wie der Name der Organisation. Ich bin Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Das ist ein Zusammenschluss, ein deutscher Zusammenschluss von etwa 200 Vereinen und Stiftungen, die sich mit ihrer Arbeit politisch einmischen und an Grenzen des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts stoßen. Und insofern wollte ich, zwischen sind es 3 der 4, 5 Dinge geworden, ich wollte nur 2 der 3 sagen. Also wir wollen natürlich sehr gerne auch einen Beitrag leisten, dass diese Mindeststandards kommen, also haben vor, was in der Konsultation beizutragen. Uns ist noch nicht ganz klar, so was da der hilfreichste Beitrag wäre und was auch letztendlich inländisch geschehen muss, damit eben die deutsche Regierung das nicht dann Teil, auf der anderen Ebene eventuell irgendwie ausbremst. Es gibt quasi vom Zeitplan eine ziemliche Parallelität zum Prozess in Deutschland. Das wurde eben angesprochen, dass der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung sowohl das europäische Vereinsrecht wie Änderungen im deutschen Gemeinnützigkeitsrecht aufruft. So wie es im Moment aussieht, werden die Änderungen in Deutschland im nächsten Jahr verhandelt und hoffentlich auch in den Bundestag gebracht, wenn das nicht alles verzögert. Das heißt, hier haben wir zeitlich eventuell parallele Prozesse. Ich glaube, das ist wichtig, im Sinn zu haben. Die Botschaft, die wir versuchen, auch hier im Inland zu setzen, ist, dass es doch schön wäre, wenn Deutschland vor die Welle kommt und nicht irgendwie abwartet und sagt, wir machen erstmal unsere Kleinigkeiten und dann gucken wir mal, ob die EU was entscheidet und kommen dann in 2, 3, 4, 5 Jahren dazu nachzuvollziehen. Denn tatsächlich vieles von dem, was der Lagodinsky-Report vorsieht, ist in Deutschland im Gemeinnützigkeitsrecht so nicht erfüllt. Das war ja eben auch schon Thema. Wir haben in der deutschen Debatte auch ein großes Zuständigkeitsproblem im politischen Raum. Also hier drängt sich nicht der Wirtschaftsminister rein, aber es ist eben, das rief schon mal jemand, das Finanzministerium, das sachlich zuständig ist, aber das nicht immer fachlich so drin ist und im Moment auch halt von einer Partei geführt wird, die das Thema Zivilgesellschaft noch nicht so richtig umfassend versteht, glaube ich. Während also die inhaltliche Kompetenz in Deutschland in anderen Ressorts mehr liegt, also vor allem im Familienministerium und auch im Innenministerium befasst sind. Und wenn jetzt noch Außenministerium dazukommt, die irgendwie irgendwas sagen müssen auf zur europäischen Ebene, wird das natürlich noch schwieriger, dass die nicht irgendwie mit einer komischen Position da reingehen. Und die Frage, die ich zu Bernd Hüttemann gestellt habe, ist so vielleicht so ein Symptom für das eins der Probleme in Deutschland. Also wer sich für europäische Integration einsetzt, für europäische Demokratie, findet hier schlichtweg eigentlich keinen passenden gemeinnützigen Zweck, auch nicht als deutscher Verein. Das ist einer der großen Mängel. Und schließlich noch, weil das war in der kurzen Debatte auch von Bernd Hüttemann zu diesen Demokratieanforderungen, das wird uns auch oft entgegnet hier in Deutschland. Wenn ihr politisch mitmischen wollt, müsst ihr demokratisch irgendwie organisiert sein.
Und da fragt man sich halt immer so, ist zum Beispiel eine 7%-Partei, ist die demokratisch legitimiert? Was ist genau gemeint? Und was ist vor allem mit dem Deutschland der sehr breiten Stiftungswesen? Ich glaube, tendenziell sind Stiftungen mit das Undemokratischste, was man sich vorstellen kann. Eine Person entscheidet, dass sehr viel Geld auf Ewigkeit festgelegt wird und nimmt auch noch eventuell Steuervorteile in Kauf. Und trotzdem kann so eine Stiftung ja sehr vernünftige Dinge tun. Ich glaube, das muss man sehr genau sehen. Was sind die Werte, die eine Organisation vertritt? Und braucht es dann irgendwelche Anforderungen an Binnenpluralität oder wird die Pluralität nicht hergestellt, dadurch, dass es viele verschiedene Organisationen gibt, die eben im Diskurs sind, also eine Außenpluralität. Vielen Dank für die ganze Veranstaltung. Das ist sehr, sehr interessant. Und ich wünsche mir immer, dass dann mal auch die Ministerialleute, die Bundestagsleute, die damit befasst sind, sowas auch mal hören würden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben auch einige Teilnehmende aus dem AA zumindest dabei. Jetzt haben wir noch Frank vom WBE. Frank Hofmann, Diakonie Deutschland. Entschuldigung. Einer der Wohlfahrtsverbände. Die Wohlfahrtsverbände sind ja einerseits ein Sprachrohr für benachteiligte Menschen. Das ist der sozialpolitische Aspekt. Andererseits wird die Hilfe, die die Wohlfahrtsverbände für hilfsbedürftige Menschen leisten, in Form von selbstlos arbeitenden Wirtschaftsunternehmen abgewickelt. Wir sind im Wesentlichen in Vereinen, wir sind in GmbHs und wir sind in Stiftungen organisiert. Insofern ist es eben für uns auch wichtig, dass wir hier uns positionieren und wollten uns auch an der EU Konsultation in Abstimmung mit allen übrigen, nicht als Diakonie Deutschland allein, beteiligen. Da sind wir im Moment in der Meinungsbildung. Meine Frage an Sie ist, nach dem deutschen Vereinsrecht, wir betrachten uns ja als ein Verein, der ein Ideal verfolgt, nämlich der hilfsbedürftige Mensch steht für uns im Mittelpunkt, aber unsere Leistungen erbringen wir uns in maßgeblichen Teilen eben gegen Entgelt, sind also ein selbstlos arbeitendes Wirtschaftsunternehmen. Immerhin sind 600.000 Menschen in Deutschland in der freien Wohlfahrtspflege tätig. Meine Frage ist also, wie finden wir uns in Ihren Vorschlägen, sowohl im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit, die unser gesamtes inneres Organisationsrecht prägt, als auch im Hinblick auf unsere wirtschaftliche Tätigkeit wieder, denn wir betrachten uns eben nicht als ein wirtschaftlicher Verein. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das ist, wirft nochmal die Frage auf, die auch vom Roten Kreuz kam, diese gemeinnützige Dienstleister, ne, wie die vertreten sind in dieser Gesetzesinitiative. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde jetzt allen Rednerinnen nochmal das Wort erteilen und für ein kurzes Abschlussstatement. Was nehmt ihr mit aus dieser Debatte? Genau, und würde dann mal anfangen hier bei Ansgar Klein. Dank für die spannende Diskussion. Ich fange mal an mit dem Thema Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Auch in der Forschung ein aktuelles Thema. Ich kündige an, dass ich einige Materialien mal hier versenden werde. Wir haben im Bundesnetzwerk eine klassische, auch durchaus kontroverse Debatte über Engagement und Erwerbsarbeit. Wie sind die Kriterien für Übergänge? Ab wann ist ein Engagement ein Engagement und ab wann müssen wir es wie Erwerbsarbeit behandeln? Wir haben im Klimawandel plötzlich gemerkt, ich sage das mal für mich selber, dass wir bei allen Problemen, die der Sozialbereich mit diesen engen Kooperationen zwischen Engagement und Erwerbsarbeit hat, ist sie jetzt auch ein Vorreiter für Sachen, die wir dringend brauchen im Klimawandel. Wir brauchen im Klimawandel Koprodukte, nenne ich das jetzt mal, von öffentlichen Gütern. Und wir haben einen großen Bereich, der das schon seit 100 Jahren entwickelt hat, mit Höhen und Tiefen, aus denen wir eher die Höhen übernehmen sollten. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Leistungs- und der Wissenstransfer der verschiedenen Felder für diese Form der Koproduktion wichtig. Und ich kündige an, dass ich gerne den Veranstaltern ein paar Materialien zukommen lasse. Unter anderem habe ich mit dem Soziologen Frank Adler und dem Historiker Jürgen Kocker vor einiger Zeit mal ein Themenheft gemacht, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
im Grunde zu vermessen, dass das noch viel mehr Debatten sind als die über Non-Profit und so weiter und Gemeinnützigkeit, sondern es gibt nachweisbar Bereiche wie die Genossenschaften und andere. Es gibt dezentrale Netzwerke von Wirtschaftskreisläufen in Entwicklung, vieles andere mehr, was im Grunde zu konstruktiven und belastbaren und auch fruchtbaren eben Kooperation zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft führt, die wir auch politisch-analytisch im Kopf haben müssen, wenn wir über diese Felder bis in die europäische Ebene argumentieren. Und deswegen ist dieser Fachdiskurs, glaube ich, einer, das habe ich jetzt hier heute wieder gemerkt, den wir nochmal vertiefen sollten und auch die Gewissheit, dass Zivilgesellschaft mit Wirtschaft durchaus was zu tun haben kann, aber eben in einem ganz besonderen Maße und wie man diese Rollen vermessen kann und wie man das dann vielleicht auch rechtspolitisch nochmal abholen kann. Also das wollte ich im Grunde sagen. Und dann nur noch folgender Punkt. Also ich glaube auch, wir hatten gestern im Bündnis für Gemeinnützigkeit mit den Dachverbänden die Debatte über die Register. Wir haben in Deutschland mehrere und sind gerade dabei, uns die Frage zu stellen, kann man das nicht entbürokratisierend in einem großen Gesamtregister machen, ohne dass das jetzt alle überfordert. Und ich wollte das nur für die Debatte mitgeben. Wenn man europäisch Vereinsstatut stärkt, muss man die Registerfrage stellen. Und dann ist die Frage, ob man da nicht von vornherein vorsorglich eine intelligente sozusagen Lösung findet, die sozusagen die Aufwendung auf der europäischen Ebene für Zivilgesellschaftsakteure bei Registereintragung in einem Wurf vielleicht fasst, damit man da nicht von vornherein mit Parallelwelten kommt. Nationalstaaten haben da zum Teil schwierige Erfahrungen eines wachsenden bürokratischen Dschungels von Registern und das muss nicht sein. Also soweit von mir und ich schicke mal ein paar Materialien an die Heinrich-Böll-Stiftung, gerne dazu weiterleiten an den Kreis und freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bernd Hüttemann vom EBD, du hattest ja eine Lanze gebrochen für das deutsche Vereinsstatut, weil das in sich demokratisch organisiert ist. Hast darauf eine Rückmeldung bekommen, ganz kurz. Eine Rückmeldung, Völkerverständigung ist das schreckliche Wort für europäische Integration, Gemeinnützigkeitsrecht, Katalog. Da sitzen wir seit 1949 drin. Schreckliches Wort. Heißt nicht europäische Integration. Also es ist möglich, Punkt. Die andere Sache ist, bitte nicht falsch verstehen, wir sind auf jeden Fall dafür, dass Unternehmen, aber auch gesellschaftliche Gruppen, aktionistische Gruppen, die nicht demokratisch organisiert sind, sich gemeinnützig einsetzen. Das steht ja außer Frage. Das passiert ja auch und das wird sogar gefördert. Was wir wollen, ist ein Demokratiebonus. Also die gefördert werden, die damit Probleme haben, wie Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegenüber der Exekutive ein Problem haben, dass sie sich mehr einsetzen müssen für Demokratie im täglichen Arbeiten. Und dafür gibt es keinen Bonus. Und das verstehe ich nicht, warum das immer wieder weggedrängt wird, wenn man das einfordert. So, das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir einfach da diesen pluralistischen Ansatz haben müssen, der Ansgar das anklingen lassen. Es geht um Wettbewerb der Ideen und ich finde diese Diskussion fantastisch, auch deswegen, auch so ein Bericht daran sich festzuhalten, das ist nicht schwarz und weiß und deswegen bin ich auch so ein bisschen mit überkreuz bei der Frage, bei diesem Dreieck Politik, Staat und Wirtschaft. Es ist nicht so schwarz und weiß und wir müssen das diskutieren, ständig, weil sonst passiert sowas wie in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne Martha und Alexandrina wieder hier in den Raum einladen. Martha, möchtest du beginnen? Thank you very much. Ich habe natürlich verstanden, dass ich nur kurz sprechen kann. Wir wollen natürlich weiter zu diesem Thema sprechen, auch darüber hinaus. Und ich bin natürlich nicht nur im Helsinki-Committee tätig, sondern auch in einem pan-europäischen Projekt für das Engagement in Europa. Das sind Menschenrechtsaktivisten aus verschiedenen Mitgliedstaaten und wir arbeiten zusammen. Wir haben gemeinsame Erfahrungen. Wir wissen, es gibt vieles zu tun. Wir müssen die Rechtsstaatlichkeit und den für die Zivilgesellschaft verteidigen. Und, diese Gruppe hat schon zu dieser Diskussion beigetragen, wie wir die zivile Gesellschaft stärken können in der EU. Es gibt ein Paper dazu, das sich dafür einsetzt und da sind also viele Experten auch beteiligt und viele von den Diskussionspunkten heute, die sind da hilfreich und das sollte also hervorgehoben werden, auch im Konsultationsprozess. Also das sollte vielleicht sogar ein Input für die Konsultation und für die Kommission sein und ich
kann es anbieten und andere werden da sicherlich auch dabei sein, dass wir also möglichst viele Organisationen ermutigen aus der EU, die also aus diesem Bereich kommen, dass sie bei dieser Konsultation mitwirken. Es ist wunderbar zu sehen, wie wichtig dieses Thema in Deutschland ist, und diese Themen sind natürlich auch für die Mitgliedstaaten relevant, aber das ist absolut notwendig, und ich glaube, dass das klar, also im europäischen Raum ist das ein notwendiges Thema, das angegangen werden muss. Und es geht nicht nur um große Städte, nicht nur darum, in Brüssel dazu beizutragen, weil es da sinnvoll ist. Das ist etwas, das was bewirken kann. Wir haben eine gewisse Dringlichkeit. Sergej hat es ja auch angesprochen. Und wenn wir uns zum Beispiel die Frage der Präsidentschaft anschauen, die ja jetzt wieder neu ansteht, und wir müssen also da weitermachen, wir müssen das richtig tun, und wir sollten uns vielleicht natürlich begrenzen auf dieses Thema in gewisser Weise, aber wir haben natürlich ein starkes Engagement, und vielen Dank, dass wir hier heute zusammen sein durften. Es war wirklich großartig, dabei zu sein, auch wenn ich nicht persönlich habe teilnehmen können. Genau, ich glaube, dass du nochmal sehr deutlich gemacht hast, dass wir auf der einen Seite ganz viele nationale Öffentlichkeiten haben, in denen wir das jetzt debattieren müssen, aber dass wir die dann auch wieder miteinander verzahnen müssen auch. Vielen Dank für deine Teilnahme. Alexandrina, was ist deine Quintessenz aus dieser Debatte, die ja schon jetzt auch in der zweiten Runde sehr eine deutsche Perspektive angenommen hat? Ja, so an important takeaway, of course, is that was auch sehr wichtig ist, was ich mitgenommen habe, wir müssen also das ausgleichen, also einen Ausgleich finden zwischen Hoffnung und Pragmatismus. Wir sind natürlich auch gewohnt daran, das zu tun. Und zumindest wenn man eben auch mit den europäischen Institutionen zu tun hat. Also ich habe natürlich gehört, was Sergej Gensky gesagt hat. Und es gibt also einen Vorschlag auf dem Tisch. Es gibt die Konsultation. Und das zeigt, dass die Kommission also ein Instrument schaffen will. Und wir brauchen also mehr Bereiche wie diesen. Wir müssen auch strategisch in diesem Bereich vorgehen, und wir müssen das auf dem Niveau der EU tun, und wir müssen versuchen, natürlich die beste Antwort auch zu erhalten, wie das gerade in diesem Kontext möglich ist. Und ich habe natürlich alles auch hier mit Interesse gehört, und es gab auch eine Frage im Chat, die nicht beantwortet wurde, ob die Kommission vielleicht auch den Artikel 5 sich nutzen wollte, um eine Rechtsform zu schaffen, die dann also auch mitgliedstaatsweise vorgehen könnte, und wie das dann mit dem Scheitern wäre und ob es dann eine andere Verordnung gehen, eine andere Richtlinie geben würde. Und ich habe das als interessante Perspektive wahrgenommen zu diesem Vorschlag. Vielen Dank, Alexandrina, auch für deine Teilnahme. Sergej, du hast jetzt das Schlusswort. Du kannst noch ein bisschen auf die Fragen eingehen, aber auch noch mal vielleicht den Bogen machen. Von meiner Seite kann ich sagen, die Grundidee kam, es gibt ein großes Interesse, wir haben eine hohe Teilnehmendenzahl, sie kam wohlwollend unterstützend an. Das Grenzüberschreitende, die aktive Gestaltung von Demokratie, die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und das, was Alexandrina sagte, das im Detail stecken, sind dann die viele Fragen offen, und mein Eindruck war, es ist ein Spannungsverhältnis zwischen Können und Wollen oder Wollen und Können, und es wird, wie in der EU das immer ist, es gibt einfach Restriktionen, und es wird auf Kompromisse hinauslaufen, und Pragmatismus ist gefragt. Und ja, aber so die Frage ist, was können wir jetzt alle dafür tun, dass am Ende trotzdem was Gutes rauskommt? Ja, vielen Dank. Jetzt erstmal zu den kleinen Details, die gefragt worden sind. Also die Frage von Tim Wölfen
Ich weiß nicht, ob das Artikel 50 sein wird oder nicht, aber so deute ich diesen Satz. Das habe ich ja auch vorher gesagt, dass die Kommission sich überlegt, so verstehe ich das, die Richtlinie zu nehmen und über diese Richtlinie aber den Mitgliedstaaten eine Möglichkeit oder eine Pflicht aufzuerlegen, eine zusätzliche nationale Rechtsform einzuführen. Und an dieser Rechtsform würden dann die Fragen der grenzüberschreitenden Erleichterungen angeknüpft werden, zum Beispiel eine gegenseitige einfachere Anerkennung. Bei uns ist ja Mobilitätssachen auch ein wichtiger Punkt, wohl aus Erfahrungen einiger zivilgesellschaftlicher Akteure, die dann schnell irgendwie sich in ein anderes Land disponieren mussten. Also man kann da schon innovativ und fantasiereich wahrscheinlich so eine Richtlinienlösung nehmen und dazu eben eine zusätzliche nationale Rechtsform hinzudenken. Das wäre, also so würde ich die Kommission auch von meinem Gespür her, wie ich bisher kennengelernt habe, seit drei Jahren, mehr als drei Jahren, so verstehe ich das. Sie wollen etwas machen, Sie können nicht hundertprozentig machen, also machen Sie eine Lösung, aber diese Lösung dann eben einen Schritt nach vorne. Und dann vielleicht noch zurück zu dem, was du gesagt hast, also zu der Frage der sozusagen Ihrer besonderen Konstellation. Da kann ich nur sagen, dass wir in der Richtlinie, wo es wirklich um Non-Profits geht, also nicht um Gemeinnützigkeit, sondern Non-Profits, auch verschiedene Rechtsformen, eben Non-Profit definiert haben, nicht als exklusive sozusagen Absage an Gewinnorientierung, sondern dass es möglich ist, auch Gewinne einzufahren, aber der primäre Zweck muss schon sein, eher gemeinwohlorientiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber da komme ich jetzt vielleicht zu dem großen Ganzen. Vielleicht nochmal, um das einzuordnen, wo stehen wir? Diese Vorschläge sind ja wahrscheinlich, werden am Ende nur als Inspiration für die Kommission dienen. Die Kommission wird wahrscheinlich nicht eins zu eins diese Vorschläge übernehmen. Das ist Inspiration, Druck und unsere Vision. Und so verstehe ich auch diese öffentliche Konsultation. Ich würde jetzt nicht an jedem kleinen Detail von meinen Vorschlägen mich abarbeiten, sondern schauen, wo sind die wichtigen Punkte, die uns gemeinsam strategisch einen. Und diese Punkte sind aus meiner Sicht nochmal zu betonen, wir brauchen eine zusätzliche Rechtsform. So wäre ein Schwerpunkt, den ich sehe. Das ist auch wahrscheinlich die Schwachstelle bei der Kommission, weil es die Kommission in eine schwierige Situation bringt, und natürlich will man eben diese schwierigen Situationen vermeiden, und am einfachsten wäre dann zu sagen, okay, wir gehen dann nur den Weg des leichteren Widerstands, dass wir nur diese Richtlinie nehmen und nur über die Mindeststandards reden. Und das ist aus meiner Sicht zu wenig, weil das Paneuropäische geht dann verloren, ja, dieses erste Zweck. Also es wäre wichtig, dass diese paneuropäische Geschichte wirklich betont wird. Und das bedeutet nicht, dass es eins zu eins meine Lösung übernommen wird, auch bei Gemeinnützigkeit. Es wäre wichtig, zum Beispiel zu sagen, wir brauchen einen Schritt nach vorne, eine Einigung bei dem Begriff, einem europäischen Begriff der Gemeinnützigkeit. Ich glaube, da könnten wir uns wahrscheinlich alle einigen, dass das nützlich wäre. Aber das ist auch etwas, wo die Kommission wahrscheinlich wegen steuerlicher Fragen eher zögerlich sein wird. Und da müssen wir den Druck machen, nein, seid nicht zögerlich. Und ich sehe das auch nicht als Problem, dass wir uns verhacken mit der deutschen nationalen Lösung. Ich finde, dass man dann auch das Europäische an die deutsche Lösung anpassen kann.
was nicht verkehrt wäre, weil ich finde schon, dass das, was wir im Koalitionsvertrag angedeutet haben, wie wir diskutiert haben, eher eine progressivere Linie wäre und eine progressivere Lösung auch im Vergleich zu anderen nationalen Lösungen in der EU. Das wird ja frischer sein und das wird von einer Koalition sein, wo die Problematik auch durch die Zivilgesellschaft klar ist und neu und aktuell ist. Deswegen könnten wir ja sagen, wir brauchen eine gemeinsame Definition der Gemeinnützigkeit. Wir müssen auch eine gewisse Einigung auf Grund setzen, was das bedeutet, Gemeinnützigkeit, was für Folgen das hat. Es muss nicht in steuerliche Richtung alles gehen. Und dann, wenn die Kommission dann mit einem Vorschlag kommt, landet dieser Vorschlag doch im Parlament. Und dann kommen wir wieder zum Zuge und im Parlament können wir dann wieder euer Feedback nehmen und schauen, wie können wir das verbessern und zum Beispiel an die deutsche Lösung anpassen oder vielleicht aus der deutschen Lösung auch lernen, wie man es besser macht. Also ich sehe da jetzt nicht so eine Konkurrenz und so ein Problem, dass eine deutsche Gemeinnützigkeitsreform kommt, dass das alles kaputt machen würde und umgekehrt. So, sehr geehrt, ganz kurz noch eine praktische Frage dazwischen, denn es haben einige im Chat auch geschrieben, dass sie sich beteiligen werden an der öffentlichen Konsultation und da gab es eine ganz praktische Frage, nämlich die Frage war, es gibt scheinbar ja zwei Fragebögen, einmal für die Verordnung, einmal für die Richtlinie. Was ist denn jetzt strategisch besser, wo soll man antworten, bei beiden oder bei einem speziell? Bei beiden, das ist doch besser, the more the merrier. Also ich ehrlich gesagt, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, sollten wir vielleicht. Also ich würde, da sind ja zwei verschiedene Aspekte, und ich würde mich abarbeiten schon an diesen beiden Aspekten, aber eben das große Ganze nicht vergessen, wenn ein Feedback zur Verordnung, dann eben, sagen wir, zu dieser Board-Lösung, dass die unabhängig sein soll, möglichst unabhängig. Ich habe ja nichts dagegen. Ich habe ja nichts dagegen. Wie gesagt, das war so eine Lösung, damit wir die Konservativen und die Liberalen mitnehmen. Aber das Betonen einer gemeinsamen Agentur wäre doch gut. Und eben überhaupt der Mehrwert einer solchen Rechtsform auf der europäischen Ebene. Und bei anderen die Mindeststandards möglichst hoch. Also würde ich sagen, aus unserer, eurer Perspektive. Und dass es überhaupt Mindeststandards geben soll. Das wären so die Schwerpunkte und ansonsten freie Fahrt für freie Bürger und für freie Zivilgesellschaft. Kritisiert, beteiligt euch, das ist das Wichtigste. Super, vielen herzlichen Dank. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir bleiben auch an dem Thema dran und ich hoffe, dass da was Gutes draus wird. Wir sind mit einem Webdossier gestartet, da hier gibt es auch einen QR-Code auf der Teilnehmerliste. Da kommen dann auch noch Texte dazu. Genau, Dankeschön und für die jetzt hier sind, unten gibt es was zu essen, können wir weiterreden. Genau, vielen Dank auch nach Zoom. Und Georg. Tschüss.